So, wir porten noch ein bisschen. Das ist die P3-Vorbereitung. P3 startet jetzt am 4.4. Und da braucht man natürlich Gold, dass wir uns alle Dinge kaufen können, die uns kaufen wollen. Dual-Spec. Irgendwann kommt das Epic Mount. Und hier bieten wir wie immer den schwäbischen Schnapper an. Ports für ein Gold. Wir haben heute schon die schwerste Quest in WoW gemacht. Also, wie schon mal erwähnt, es gibt so Quests, die sind ab Level 50. Und diese Quest kannst du halt jetzt schon annehmen. Ist halt relativ problematisch, die dann auch zu erledigen. Und da gibt es die schwerste Quest, die gibt auch mit Abstand am meisten XP. Die ist eigentlich für 52. Kannst du gerade so mit 40 annehmen. Und die heißt hier Rise Obsidian. Und der Mob ist Totenkopf, aber ein Jäger kann den hin und her kiten. Und es dauert zwar ewig, aber ich war ja glücklicherweise in einer Gruppe, wo die zwei Jäger gemacht haben. Da, ich zeig's euch mal. Also, das ist die letzte Quest. Da haben wir den Obsidian sogar schon down bekommen. Aber das Problem war, dass wir den Zwerg nicht hatten. Da, so sieht der aus. Totenkopfriese. Und die Jäger, die laufen hier einfach um diese Säule rum und buggen halt das Pathing, dass die entweder versuchen oben rum. Na, hier oben ist diese Rampe. Entweder laufen die auf der Rampe hoch, wie jetzt. Oder die versuchen unter der Rampe drunter, die zu erwischen. Dann laufen die einfach hin und her. Das entweder versuchen hochzulaufen oder runter. Ja, ist ziemlich knifflig. So sieht's aus, wenn der unten ganz durchkommt. Muss Totstellen benutzen. Sind beide Totenkopf. Da ist der eine Hunter gestorben. Ah. Und wir haben einmal Obsidian gemacht und einmal diesen Latorik. Ich war dafür zuständig, dass die ganzen Adds, die respawnen, nicht auf die Hunter gehen. Ich habe sie in kleine Schafe verwandelt. Weil Treffen ist echt so eine Sache. Aber ja, das haben wir heute gemacht. Glücklicherweise zwei Jäger gefunden, die das gerade umgesetzt haben. Oh nein, es geht schon weiter. Zahlende Kundschaft. So, dann haben wir das Questlog eigentlich voll. Also, wie letztes Mal gesagt, da gibt es hier die Liste von Alenia. Könnt ihr hier sehen, welche Quest am meisten XP geben. Und hier oben Horde, Prequest und Allianz, auch mit der Route, die du dann benutzen musst. Und hier sind alle Quests halt, die du schon machen kannst jetzt. Da sind ein paar aus Beutebucht dabei. Hier ist zum Beispiel diesen Riesen auf der Insel. Den musst du erlegen und dann kriegst du ein Item. Dann musst du da so Barbecue-Wings zusammensammeln und einen größeren Riesen holen. Den haben wir einfach zur Stadt gekitet. Ich verlinke euch unten Stream, wie wir ein paar davon machen. Dann gibt es da noch genau aus Tanaris einige Quests. Da kannst du die Wanted-Quest machen, den André Feuerbart und den Kalif, ne? Die sind sehr bekannt. Und ja, diverse andere Quests. Bring the Light, RFD-Quest. Und die kannst du alle jetzt schon machen, dass sobald die Phase losgeht, du alle abgeben kannst, um sehr viel XP zu bekommen. Und da sind noch so ein paar Geheimtipps dabei. Also, da gibt es auch in der brennenden Steppe das Horn. Das Horn, das kannst du in der Tasche haben und dann auch da in Loch Modern abgeben, wenn du die Badlands-Quest abgibst. Und das gibt 5000 XP beim ersten Mal abgeben und dann nochmal 5000 XP beim zweiten Mal abgeben. Das sind 10.000 XP, die du einfach in der Tasche haben kannst. Und dazu gibt es noch die ganzen Badlands-Quests, also ne, diese Stoppuhr, du kannst das Frostöl, die Barbecue-Wings, also ganz viele Items kannst du jetzt schon farmen und dann an dem Tag, wo es auf Level 50 geht, abgeben. Und die sind auch alle dabei. Ich habe alles gemacht eigentlich. Ich muss nur diese blauen Perlen noch farmen gehen. Ich habe die mal gefarmt, verkauft. Jetzt farme ich sie nochmal. Bin ich zu geizig, die wieder zu kaufen. Ich habe die Schlingdorntal-Seiten. Die kriegst du alle für 5 bis 6 Silber. Bis auf Seite 4, die kostet irgendwie 40 Silber. Aber kannst hier diese 5 Trollanhänger, die kannst du einmal abgeben für XP. Danach geben sie keine mehr. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist jetzt der Magiestoff. Magiestoff ist nach wie vor das teuerste Klopapier. Unsagbar teuer. Aber Seidenstoff kannst du überall abgeben. Das Hypogreifenei, das holen wir uns heute noch. Da kannst du in Feralas so ein Hypogreifenei dir holen und das dann in den Automat werfen. In Tanaris. Also, ja, gibt einige Sachen, die du einfach schon in der Tasche haben kannst, weil du bist ja limitiert. Dein Questlog hat ja nur 20 Plätze.
Und wenn du halt Quest hast, die also wenn du Gegenstände hast, die Quest eröffnen, kannst du dadurch pro Gegenstand nochmal eine Quest haben. Oder du gehst zum Quest-NPC und der möchte Items von dir und manche von denen kannst du eben jetzt schon farmen, ohne dass du die Quest dafür benötigst. Und das haben wir größtenteils gemacht. Wir sind da eigentlich echt ganz gut vorbereitet. Genau, wenn ihr Ingenieur seid, das bin ich jetzt nicht mit dem Magier, aber die Ingenieur-Quest, die gibt auch ziemlich viel XP, wenn ihr Goblin- oder Gnome-Ingenieur wählt. Die gibt auch ein bisschen was. Und ja, Koch-Quest, wenn ihr Kochen gemacht habt auf 225, könnt ihr da 12 Rieseneier, dieses Muschelfleisch und diesen Käse, den Altra-Käse, euch holen. Dann sind die ganzen Professions-Lederer, Drachenlederer, Elementarlederer. Erste Hilfe ist eine Quest, die könnt ihr kurz machen in Terramor. Aber manche Sachen sind halt nicht auf dem Weg. Ne? Ich habe jetzt eine Quest, die ist in Danassus und die mache nur ich, weil die eben... Also weil ich halt nach Danassus porten kann. Und die anderen, ja, für die lohnt sich's nicht. Aber dafür fehlt mir auch eine Quest, die ich jetzt ersetzt habe mit der anderen. Guck mal, die würde ich nochmal gucken. Doing Justice. Aber ich habe im Grunde eigentlich alle Quests jetzt, die ich brauche. Ich könnte nur hier und da noch ein paar Items farmen. Was haben wir gerade gesehen? Seidenstoff könnte ich mir noch überall holen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Phase gemacht habe. Das müsste ich davor noch anschauen. Genau, du kannst diesen Hals aus Uldaman, der Hals, Shattered Necklace, kannst du aktivieren, in Ironforge abgeben. Und dann möchte der 5 Silberbarren von dir, kannst du nochmal abgeben. Und danach schickt er dich nach Uldaman. Aber musst du ja nicht machen, ne? Kannst du dann einfach sagen, okay, mache ich nicht. Ich nehme nur die ersten zwei Quests mit. Und die Rune, also da gibt es die Runen für die dunkle Reiter. Und jeder dunkle Reiter droppt ein Item. Und das Item kannst du auch nochmal abgeben für XP. Das sind pro Rune so 2500 XP. Aber die habe ich natürlich gemacht mit jedem Char. Ja. Das wäre nochmal Pugesäckle mehr. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Dann natürlich davor in den Schlafsack reinlegen. Der zündet mein Zelt an, hör auf. Kannst dich in den Schlafsack reinlegen. Gibt auch nochmal 3% aus allen Quellen. Dann wird Gnomerigan, ne, das wird XP geben, also direkt um 22 Uhr durch Gnome düsen. Und ich schau mal, dass zur selben Zeit Leute noch BFD machen, weil BFD hat ja bisher bis 39 auch XP gegeben, weil die Bosse sind ja Totenkopf. Und wenn du da jetzt mit 40ern reingehst, kannst du eigentlich Großteil des Trashes überspringen und dann einfach die Bosse kurz hier machen. Alleine die letzten zwei Bosse geben zusammen 10.000 XP. Ich habe mir auch noch Studentenfutter aufgehoben. Also ich habe 3 Studentenfutter. Und der Endboss wird wohl am meisten XP geben. Dann esse ich da so ein Studentenfutter. Kurz bevor der down ist oder halt während dem Fight. Und dann kriege ich nochmal von dem doppelte XP. Also ich habe da so den einen oder anderen Plan. Ich habe ein paar Teleportruhen dabei. Hier Teleportrollen. Port mich dann da zu Nessingberry ans Camp. Die Hügelquest abgeben. Mit doppelter XP sind das auch 10.000 XP. Wenn nicht sogar 20. Ich weiß nicht, ob das da berechnet wurde oder nicht. Und ja. Dann Feralas. Feralas haben wir viele Sachen jetzt gemacht. Und nach Feralas. Nach Tanaris mit dem Ruhestein. Dort alle Quest abgeben. Und dann ab nach ZF. Weil, wenn es nicht reicht, also die bessere Idee, wenn du jetzt Dungeon Farm gehst, ist, dass du noch Kloster machst. Also Kathedrale bis 44. Weil die Mobs in Zul'Pharak, die sind 44. Und du tust dir einfach keinen Gefallen, wenn die orange sind. Also du bekommst mehr XP, wenn du Mobs haust, die einfach noch gelb sind. Oft ist es auch so, dass wenn die Mobs gerade so grün sind, du trotzdem noch wesentlich mehr XP bekommst, weil du ja eben kürzere Kämpfe hast, ne? Also sagen wir jetzt, du bekommst 20% weniger XP wegen dem Level, aber die Kämpfe gehen halt 30-40% schneller und das ist noch wenig. Wenn du jetzt mit der Melee Cleave in ZF stehst, mit 42, ja, viel Spaß ab der Hälfte.
Manche Bosse, die dauern Minuten. In der Zeit hast du die Gräber dreimal ausgehoben. Also, ja. Deswegen haben wir uns so eine eigene kleine Liste noch gemacht. Aber ist jeder von uns eigentlich top vorbereitet. Wenn du Obsidian jetzt schon hast, kommst du dann morgen Abend bei uns trotzdem noch einmal mit oder müssen wir uns einen anderen Heiler suchen? Nee, ich bin mit dem Parler sogar vor Ort. Ich bin mit dem Parler schon dort. Ich warte auf euch. Da hat sich wer angeboten. Also Hunter haben das gemacht heute. Und da bin ich mit Tutsa kurz vorbei. Ihr wart ja leider nicht da. Hey, sag mal, weißt du, ob man Kupferblutmünzen prefarmen kann und dann horten, ob man vorher schon umtauschen muss? Nee, leider nicht. Also BKO. Es gibt eine neue Währung. Das habe ich in dem einen Stream gesagt, aber es gibt eine neue Währung. Also jetzt die STV-Sachen machen, hat keinen Wert. Also du kannst dir immer noch das Mount oder so holen, weil die neue Währung, die kannst du dann umtauschen in die alte Währung. Also die Münzen, die du jetzt hast, die bleiben so, wie sie sind, für die Belohnungen, die es gibt. Und du kannst die neue Währung in die alte Währung tauschen. Das wurde offiziell so bestätigt. Habe ich mir auch gedacht, aber ehrlich gesagt, das geht so schnell. Es gibt eine neue, genau, da hat es Kisabuto gesagt. Dankeschön fürs schnelle Antworten. Mein Plan war es eher, die 250 Ehre-Dinger zu horten und leicht PvP-Rang zu holen. Da habe ich auch mega verkackt. Also ich muss unbedingt noch PvP machen. Ich habe kaum PvP gemacht, beziehungsweise ich habe ja fast jeden Char jetzt auf 40. Hier sind doch der ist auf 33, nur der Dudu, ne? Und dementsprechend habe ich überall so ein bisschen. Ne, der Hexer hat gar nichts. Aber ja, es geht ja bis Rang 5. Und ich werde auch jetzt mal heute noch Warzone machen. Mit dem Krieger wohl. Ich brauche zwar den Ruf mit dem Magier eher. Der will die Armschienen. Als Ingenieur kriegst du ja neue Armschienen. Die kannst du erstellen mit der nächsten Phase. Aber ja, gucken wir mal, was wir heute noch sonst so machen. Weil Mage ist also top vorbereitet. Ich habe die meisten Quests jetzt noch für den Krieger mitgenommen. Den habe ich so ein bisschen mit rumgekarrt. Aber das reicht. Und also die Perlen, die ich tauchen möchte. Ich habe jetzt lange nicht das Makro gedrückt, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier das Makro drücke, verdient schon, glaube ich, mehr Geld, um die Perlen zu kaufen aus dem Auktionshaus. Weil sonst wäre ich mit dem Hexer. Ich habe das damals schon gemacht. Du kannst diese blauen Perlen farmen. Ich habe die nämlich alle verkauft. Und ich könnte es, ne, wenn ich sie kaufe, ich habe sie eh teurer verkauft. Aber hier, genau da, sind diese Riesenmuscheln. Und wenn du die öffnest, ist da zu 100% eine blaue Perle drin. Und eine blaue Perle sind gerade 50 Silber. Also wenn du Druide bist, kannst du da mit der Wassergestalt rumdüsen. Und das Problem ist halt, das sind so Elite-Murlocs. Die musst du halt dann festwurzeln. Oder als Hexer dein Pet hinschicken. Aber hier kannst du ganz gut Gold machen gerade, weil die steigen jetzt wieder enorm im Preis. Oh, gut, ja. Habe jetzt nur vernachlässigt, hier meinen Knopf zu drücken. Ist gerade viel Konkurrenz da. Ich habe heute Morgen haben wir richtig viel Gold gemacht. Der frühe Vogel fängt den Wurm und da waren einige Würmer, ne, die da rumgewuselt sind. Haben sich alle schon frühzeitig fertig gemacht. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass die jetzt diese Phasen haben. Einerseits ist es halt cool, dass viele Sachen, die eigentlich sonst nicht relevant sind, werden dadurch relevant. Ihr wisst ja noch, die Perlen und alles. Die schillernde Perle war ja auf 12 Gold am Anfang. Und es lag ja einfach nur daran, dass das Phoenix-Set das bestens dort war. Oder ne, die Verzauberungsformel für Intelligenz, ne? 3 Intelligenz auf 2 Hand, was das gekostet hat. Und das finde ich ganz cool, dass halt der Fokus nochmal so auf Dinge gelegt wird, die eigentlich gar nicht relevant sind, weil du levelst hoch. Wieso sollte ich jetzt 7 Mats farmen für irgendeine Dreckshose? Ganz ehrlich. Und dazu kommt noch, dass es immer wieder richtig kribbelt, ne? Bevor es losgeht, immer wenn die nächste Phase released wird. Ich finde es ganz nice. Und zwar jetzt genau richtig, fand ich so auch die Länge. Ich finde BFD, also Phase 1, hat sich gegen Ende hin schon fast ein bisschen gezogen. Da war es halt einfach interessant, dass du viele Chars spielen konntest. Ne? Du entdeckst dir alles neu. Du spielst jetzt einen Jäger, einen Magier, einen Hexenmeister und alles wird so neu entdeckt, dadurch, dass halt die ganzen Runen und sowas super interessant sind. Und andererseits
hast du die, also ne, die, das ganze Theory Crafting jetzt und wie jetzt zum Beispiel, die Alenia ist ja auch so ein riesen Community-Projekt, okay, welche Quests sind die besten, okay, welche Ausrüstung kann ich benutzen und Leute kommen auf Ideen mit Consumables wie diese Wurzel, ne, du kannst ja hier in Tanaris, gibt es ja eine Quest, das sind selbst Hordler jetzt, die das campen und da kannst du hier unten so eine Questreihe abschließen. Und ab einem Punkt kommen da so kleine Sprösslinge und die sind nicht getaggt. Wenn du die umhaust, geben die dir eine Wurzel und die gibt dir, glaube ich, plus 1 oder plus 3 physischen Damage. Das ist stark tatsächlich für den Schurken. Also gibt es auf einmal Leute, die da campen, um diese Dreckswurzel zu bekommen. Und das ist schon cool, also so SOD nochmal aus ganz anderen Augen sehen. Also WoW durch SOD. Kriegst du ja gerade für Elite-Quests, für Gruppenquests mehr, damit Dungeon Grinden nicht mehr so unangefochten viel XP gibt. Und die Quests, die gibt ohne XP-Boost 7600, dann kriegst du noch Burst of XP, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, obendrauf und nochmal die 50% dann. Ja, wird gut. Wird gut. Und du gibst es sogar in Ironforge ab. Besser geht's nicht. Besser könnte es nicht sein. Jetzt haben wir hier ein bisschen Kleingeld noch zusammengefarmt. Hab jetzt um die 2000 Gold, glaube ich, insgesamt. Wird gut. Hey, Servus, Schkui. Ich porte die Leute. Ich sitze hier in meinem kleinen Zelt und stelle kleine Portsteine auf, um große wie kleine Leute nach Mulgore zu porten. Und die sparen sich dann den Weg und zahlen mir lieber. Ja, ein Gold. Der Preis für Ports sind gerade 3 Gold, aber ich biete den schwäbischen Schnapper an. Und die Leute, ganz oft schreiben die so, ah, ich nehme so einen Port eigentlich nicht. Aber 1 Gold ist reasonable. Helft mir mal lieber Ferre als Main oder zurück zum Mage. Boah, ich würde Mage spielen. Bist du bei uns in der Gilde? Bei uns in der Gilde auf jeden Fall Feral. Aber Feral ist halt gerade unglaublich. Der Support, also Feral macht Damage, Feral hat Winchery, Feral hat Battle Res Innervate. Feral Dudu ist gerade der stärkste Supporter, mit Abstand, finde ich. Eule kommt danach. Eule ist natürlich auch super wichtig. Feuermage ohne Eule, Riesenschmerz. Aber bei uns in der Gilde auf jeden Fall Feral. Und auch ich selbst, also ich habe den Dudu jetzt noch auf hier 30 knapp. Ich spiele gerade Magier. Magier muss halt dein Ding sein. Aber wenn du sagst, zurück zum Magier, dann weißt du ja, wie das ist mit dem Trinken. Aber ja, Feral. Gerade jede Gruppe suche Feral. Selbst wir. Also ich suche auch. Beziehungsweise ich habe jetzt ganz viel Whiskas gekauft. Ich habe einige Kätzchen angelockt. Aber selbst wir brauchen noch viele Ferals. Und Eulen tatsächlich mittlerweile wieder. Prediction für P3 Meta, ah, das kann keiner voraussagen. Das kannst du auch nicht rechnen. Also es ist so schwer, weil du weißt ja gar nicht, Rogues zum Beispiel, Rogues waren jetzt echt schwach. Und wird dieses Ehre unter Dieben, ne, wird das stark oder nicht? Und wie stark wird Pyrolyse für den Hexenmeister? Also definitiv Krieger werden richtig, richtig stark. Du hast halt Recklessness, ist eine halbe Stunde Cooldown, aber es zählt Boss-Damage in WoW. Und alle halbe Stunde kannst du den Boss halt ordentlich wegkritten. Als Allianzkrieger Recklessness, Windfury. Also Krieger wird, denke ich, ziemlich weit oben. Ich glaube, Hexer wird super stark. Pyrolyse. Also die Geschichte habe ich mal erzählt. Ist jetzt so, du hast hier dämonische Opferung. Also du spielst jetzt Destro. Und es gab ja schon immer die Feuertalente. Hier zum Beispiel. Erhöht den von Feuerzauber zugefügten Damage. Und die Geschichte ist ja, dass du ja Schatten-Destro gespielt hast. Also hast du gar nicht die Talente mitgenommen. Trotz allem bist du halt auch als Schatten-Destro hier bis Verderben. Und dann bist du in Dämonologie bis dämonische Opferung. Und dadurch war halt Feuersbrunst voll Trash. Das hast du nicht mitgenommen. Und jetzt ist es so, dass du es immer noch als Feuerwarlock auch machen würdest. Dämonische Opferung mitnehmen. Weil der Wichtel sagt, wenn du den opferst, erhöht der deinen Feuerschaden um 15% permanent. Jetzt kommt die neue Rune Pyrolyse und die sagt, wenn du Feuersbrunst einsetzt,
kriegst du einfach 30% Casting-Tempo. Also du bekommst fast einen Blattlast. Das ist so heftig. Und was halt krass ist, ich glaube, das ist einer der Gründe, dass du halt Feuersbrunst skillst statt Opferung. Und mit 50 kommst du nicht mal auf Opferung. Also du hast da ein Riesentalent. Und der, ja, Hexmeister ist so schon Top-Damage gerade. Ich glaube durchaus, Hexer wird mit dabei sein. Hexerkrieger würde ich jetzt mal predikten. Keiner hat eine Ahnung, ob Schurke jetzt wieder oben dabei ist oder nicht. Ehre unter Dieben ist schon stark. Ist angenehm, dass du Slice and Dice nicht mehr aufrechthalten musst. Also du kannst Finisher benutzen ohne Slice and Dice. Also sonst machst du ja Zähxeln die ganze Zeit. Gerade wenn du nicht in Multiskillen konntest am Anfang. Da in den einen Talentpunkt. Und jetzt kannst du die Talentpunkte komplett rauslassen. Verbessertes Zähxeln. Und also ne, dann kannst du in Mord oder so skillen. Also mehr Crit. Du kannst skillen in 2% mehr Damage auf Humanoide. Drachkins sind das ja auch, die Endbosse. Und dann kann das auch nochmal ordentliches ausmachen, dass du Kombo-Punkte halt besser verwenden kannst. Und Ehre unter Dieben sieht schon stark aus. Es kann sein, dass da permanent ausgeweitet wird. Hat getippt, dass Rogue, Hexer und Mage dann gut dabei sind. Also, wie gesagt, keiner von uns kann das voraussehen. Aber Krieger sind, glaube ich, schon über Rogues. Krieger wird jetzt so viel, was der Krieger bekommt. Gerade ich spiele Arms und du kannst in Arms ja gerade nur bis MS runter skillen. Und jetzt kannst du halt auch noch die 5% mitnehmen in Fury. Also Krieger, gerade für Arms-Krieger, wird super stark. Aber ja, Mage natürlich. Ignite Proc ist nach wie vor sehr, sehr, sehr stark. Und gerade machst du ja Versengen, damit du ganz oft diesen Instant-Pyro bekommst. Das ist ja einfach der T2-Set-Bonus. Also du hast als Magier jetzt gerade den T2-Set-Bonus. Einfach so. Und das ist halt nicht ohne. Das merkt man auch, wenn er da die Instant-Pyros castet. Und je mehr Int, also je mehr Crit der hat, desto öfter kann der den Pyro-Instant rausschießen. Und des Öfteren bekommt der Ignite. Also ja, gucken wir mal. Jetzt meine Prediction. Schon geil, was die in SOD machen. Ich lieb's. Spiele Mage, der spielt sich einfach so geil. Ja, Mage ist auch gerade mein Main. Spiele Arcane Heal. Macht super Spaß. Das Heilen. Ich finde Mage im PvP, also PvE finde ich Mage ein bisschen langweilig. Fand ich auch bisher immer. Ich habe super viel Mage in Classic gespielt, aber immer PvP halt. Und jetzt das Heilen macht halt mega Spaß. Es ist halt voll viel ne Denken und wie setze ich den Beacon und das ist halt das Beste aus beiden Welten. Eigentlich heile ich ja immer als Main und jetzt kann ich halt Damage machen und heilen. Das ist schon cool. Und halt sehr viel Value für die Gruppe. Ich wollte mir auch ein Mage Heal machen. Ja, macht Spaß. Noch nichts falsch mit. Hey, ist ja auch Saikoni. Na, Saikoni, du spielst auch jetzt hier. Spielst du eigentlich Feuergrad oder Heal, ne? Heal. Wir haben es gerade mit Magier. So, dann muss ich mal gucken, was ich jetzt noch mache. Ich glaube, ich kaufe mir einfach diese blauen Perlen. Sei es drum. einer von uns. Genau, Saikoni spielt auch Heal Mage. So ist richtig. Ich spiele Fire. Bin immer Mage. Ja, mit dem Pyro ist schon lustig. Also, ich finde halt, du hast jetzt schon mehr Tasten, ne? Living Bomb und alles. Aber ja, Magier, da finde ich Milis ein bisschen lustiger. Also für mich persönlich. Aber das Instant Pyro ist halt schon cool. Wenn du kicherst, ne, so ein Instant Pyro rausschießen. Fast wie Diszi, wobei es in Classic noch nicht so ist mit dem Damage und Heilen. Ja. Deswegen, ich finde es halt, du hast so viel Value, weil du halt heilst und Damage machst. Aber alle Klassen sind cool. Selbst der Heal-Parler. Der Heal-Parler macht mir auch gerade richtig Spaß. Obwohl du halt immer noch Lichtblitz drückst. Hast jetzt dieses geheiligte Schild. Du hast Flamme
Und Flamme macht dich halt echt wertvoll. So Minagerie hast du auf den Main-Tank Flamme und dann heilst du den Off-Tank und kannst halt beide gleichzeitig permanent oben halten. Ich finde, Paladin ist gerade bei uns. Ich kenne keinen Palaheal tatsächlich. Alle sind Retri oder Tank, aber ich kenne nicht einen Palaheal. Ich bin der Einzige beim Twink und ich finde den super stark. Gerade für Raid mega stark. Und dann das Schild kannst du dann so timen, also die haben das Beste gemacht, finde ich, aus dem Lichtblitz. Das Schild sagt ja immer, wenn das Schild aktiv ist, also der bekommt Damage, das Schild ist aktiv, das hält dir 30 Sekunden und prockt dann nochmal das Schild selbst. Und dann hast du eine Weak Aura, wenn das Schild aktiv ist, kannst du umsonst eigentlich casten, bekommst 50% Crit auf Lichtblitz und wenn du crittest, kriegst du ja das Mana zurück. Und dann kannst du wie blöd auf den Tank draufholzen. Mega gut gemacht. Dann hast du Off-Tank, dann packst du das Schild auf Off-Tank, Flamme des Glaubens auf Main-Tank und dann kannst du Off-Tank so gut wie umsonst heilen die meiste Zeit. Ganz großartig. Vor allem mit T3, da würde heftig. Grantelbart. Ja, Grantelbart spielt ja bei uns den Hexer eigentlich und jetzt spielt er den Krieger, weil unsere Milis die ganze Zeit, wir wollen einen Krieger haben, bring uns einen Krieger. Jetzt spielt der Hexer, Krieger, meine Güte. Also ich würde auch easy auf DD switchen, hast du ja jetzt bald die Möglichkeit. Mit der nächsten Phase gibt es ja endlich den Dual-Spec und dann können wir, ohne die ganze Zeit hin und her zu stiefeln. Ich meine, die haben ja zum Glück das Gold jetzt angepasst, aber ist trotzdem nervig. Die Leiste umändern. Leiste ändert sich ja dann automatisch. Ist schon angenehm dann. Ich würde sagen, wir porten jetzt noch kurz ein bisschen vielleicht Le Heal. Aber ich würde dann umloggen. Ich weiß nur nicht genau, was wir jetzt machen. Ich habe eigentlich das meiste. Ich kann noch mal gucken nach den ganzen Items. Meine ganze Bank ist voll mit Kruscht. Für hier die Badlands Quest. Kostet er wieder 1000 Gold? Nee, Dulzbeck kostet 50 Gold. Und ist, glaube ich, da hinter Tanaris irgendwo. Also der Himmel sieht aus nach Tanaris. Dann nur 50 Gold. Richtig toll. Weil Epic Mount, wie die Frage. Es gibt jetzt 50% Rabatt auf das 40er Mount, aber zu SOM war das auch so und da hat Epic Mount natürlich noch 1000 Gold gekostet. Das dient ja auch so als Gold Sink, um Gold rauszunehmen aus der Wirtschaft. Ups. Da. Deswegen, ja. Mal gucken. Epic Mount muss halt schon sein, aber ich glaube, ich spiele jetzt auch erstmal zwei Chars. Nicht mehr so super viele. BFD müssen wir jetzt noch regelmäßig machen. Das habe ich jetzt ganz oft ausgelassen mit den Chars. Aber gucke ich mal, ob es Skipjack heute noch kommt. Macht man das mit dem? Genau, wir spielen auf White Grove. Der größte PvE-Server Europas. Der einzige, ne, mittlerweile. Ich glaube, ich ziehe durch mit Zufarak nach dem Gnome Raid. War gestern in WOTLK in ZF. Hab geschaut, ob die Reset Points noch funktionieren. Weiß halt nur nicht, ob der Bug mit dem Invisibility Potion noch funktioniert. Du brauchst ja theoretisch gar keinen Invis Potion. Du kannst ja auch einfach diese Safe Spots benutzen, ne? Oder von welchem Bug sprichst du? Ich habe es vorhin angesprochen, also wir werden auch Gnome machen und ich hoffe, dass in derselben Zeit Leute noch kurz BFD machen. Dass wir schauen, ob das XP gibt, weil BFD, ne, hat ja bis 39 XP gegeben. Boss ist ein Totenkopf. Lohnt sich bestimmt auch. Kannst ja den ganzen Trash skippen mit Level 40. Einfach vorbeilaufen. Priester kann Gedankenbesänftigung machen, also so kannst du schon großteils vorbeilaufen. Und Priester macht einfach Gedankenbesänftigung. Da, wo man die eigentlich weg AOE't. Und dann läufst du an den Stealth vorbei, sozusagen. Dass sich der kleine und der große Trank kein CD teilen. Ja, wie gesagt, also wenn du genug vorbereitet bist, bist du ja 42, 43 mit Gnome. Und dann geht das. Einfach diese Reset-Spots dich hinstellen. Aber ja, guck mal.
Ist bestimmt angenehmer. Aber kann man aufmounten unsichtbar? Ich wüsste gerade nicht mal, ob du aufmounten kannst, wenn du unsichtbar bist. Also geht sich das aus? Am Anfang von ZF auf die Mauer links hat nicht funktioniert. Die Mobs sind da auch hochgekommen. Ja, du gehst ja eigentlich da zwischen diese Steine. Ne, du läufst ja bis zu diesem Mittelding und dann zwischen die Steine und dann läufst du ganz durch. Und ich weiß, was du meinst. Ne, du kannst ja rechts auf die Mauer hochspringen und dann komplett durchlaufen. Da haben sie ja so einen neuen Skip gefunden, wie du einfach ganz an der Seite vorbeilaufen kannst. Ich muss sogar öfter drücken. Das sind schon Leute, die nicht... Ja, guck mal, sobald du wieder richtig drückst, ja. Kommen sie alle an. Oh nein. Der Schrank ist schon wieder weg. Ja. Oh, fünf, was? 5 Gold? Gibt dir 5 Gold? Wow. Das war viel. Der wusste den Preis gar nicht mal, weil der mich einfach so gefragt hat. Das ist eigentlich zu viel. 5 good for the summon. 5 is too much. 5 is too much. Ich würde ihm am liebsten was zurückgeben davon. Das ist, da fühle ich mich ja schlecht, wenn ich jetzt 5 verdanke. You can have 4 gold back if you want. Ich will mir hier nicht das Geld aus der Tasche ziehen, das ist ja 5 Gold. Ich verkaufe dir für 1 Gold. 3 Gold ist der eigentliche Preis. Nice summon stream, yeah, thank you. It's really nice. I like it, especially if you hear this ching ching sound. Questen habe ich jetzt keine Lust und der Gruppe habe ich bisher auch nicht. Da kann ich mir auf die Mauer. Ja, Questen. Okay, das ist nett. Vor Questen macht es halt einfacher. Also ich finde direkt mit 40 ist richtig knifflig. 42 ist, finde ich, mit am besten dann. Direkt 40 Gräber ran. Das. Also mit das größte Problem ist halt, ich glaube 42 kriegst du sogar neuen Rang, ne? Von Blizzard. Aber das halt. Mana zu Damage, den du machen kannst. Ist ein bisschen kompliziert. Aber als Mage findest du immer eine Gruppe. Sonst könntest du auch die 2 Level machen. Aber ich würde auch gerade wie du das einfach mal trainieren oder ausprobieren. Und ZF wird das schnellste sein. Also damit könntest du das meiste. Also die meisten Leute einholen, ne? Oh, jetzt das geht's hier richtig ab. Ah. Rimbom. Tweet-Party hier im Zelt. Ja. Ne, der Titel sagt P2-Vorbereitung. We prepare for the next phase. So we need gold. A lot of gold. Geld macht nicht glücklich, aber Geld bewegt Dinge. Geld ist Energie. Wenn das funktioniert, ich bewege wortwörtlich Dinge für Geld gerade, siehst du? Also, oh, der Rix, den Miraculix. Meinst du, der kocht auch für uns? ZF, ja, ZF könnte echt richtig schnell. Also ZF mit dem 50% XP-Buff könnte richtig, richtig schnell gehen. Ich habe auch keine Gruppe, allerdings Donnerstag bis Freitag Nacht, Samstag Lehrgang. Ja, also die meisten Leute, die wie Infidem, der möchte extra keine Gruppe, weil das ist immer schwer, ob die Leute auch da sind. Und jetzt wird es wahrscheinlich keine Warteschlange geben, aber nichtsdestotrotz. Einfach mal gucken an dem Tag. Guck, der Kali hat auch noch keine Gruppe. Hier könnt ihr. Saikoni hat auch keine Gruppe. Siehst du? Hier sind schon 3 Leute. Und ihr seid sogar, ne? Paladin, 2 Magier. Ihr seid die beste Kombo, die bisher stattfindet.
die bisher hier sich hier gefunden hat, die man machen könnte. Jetzt habt ihr eine. Spielst Paladin-Tank eigentlich zuerst hoch, Kali, oder? Selbst mit Dudu-Tank. Also Pala, zwei Magier, jetzt noch ein Hexer und dann Priesterheiler oder irgendein Heiler. Kann doch noch einen Magier mitnehmen und der soll heilen. Alle Regenerationsrune auf Kali und dann Spellcleave, Instant Level 50. Aber dann ja, Gruppe suchen und dann einfach. Dann würde ich sogar bis 44 oder sowas. Also 44 würde ich eh noch Kloster gehen bis 44. Und dann könntest du vom Kloster, wenn die Leute sonst weg sind, einfach hier, ne? Versuchen, Solopuls zu machen. Ich habe auch noch keins, mit dem ich am Donnerstag BFD und Gnome laufen kann. Ja, ne, wir haben gerade gesagt, BFD gibt ja vielleicht nochmal XP. Wir überlegen es auch. Wir sind leider voll, wir haben die Stammgruppe. Aber im Discord findet sich da bestimmt was. Einfach gerade so den letzten Tag am 3. Jetzt öffnen sich da schon, glaube ich, ein paar Gruppen. Einfach mal reingucken. Ich eröffne sonst so ein Thread und da können alle Leute sich mal anmelden. Und selbstständig die Leute zusammensuchen. Wir hatten letztens nämlich auch für Levelgruppe. Haben wir einfach einen großen Anmelder. Dann melden sich alle an und sobald jemand die Leute zusammensucht, machen die sich auf abwesend. Wenn sie eine Gruppe gefunden haben, können wir diesmal wieder machen. BFD hat sich doch ab... Doch, klar. BFD hat bis 39 noch ordentlich XP gegeben. Dann würde ich sagen, guck mal, ich log mal hier schon mal um. Ich stelle noch einen Portstein, vielleicht trudelt da noch jemand ein. 2 Minuten, haben wir Zeit. Das Fenster mal groß. Und dann wisst ihr noch damals den Röhrenbildschirm? So sah das aus. Hattest du viereckig. Das war kein HD. Das war kein 280, 700. Das war hier, ne, 720. So war das. So sah das aus, die Grafik. Ja. Und dachte, wow, was eine coole Grafik. Es flimmert nur ein ganz bisschen. So, das Krieger. Ja, stimmt, da war was. Mit dem habe ich nämlich die Quest hier gemacht. Aber weißt du was? Ich lasse es mit der Quest hier gut sein. Ich habe die jetzt gerade gezeigt, ne, ist der Obsidian. Ich mache die mit dem Krieger einfach von anders. Oh nein. Wieso ist denn hier mein kleines WoW-Fenster abgestürzt? So. Hätte ich nur schriftliche, wäre das auch easy. Ja, das ist natürlich Real Life über das Spiel stellen. Das lohnt sich nicht. Definitiv da nicht dein Leben für, ne, komprimieren. Real Life, Schule, Prüfungen an erster Stelle. Da hast du den Erfolg für immer. Hier hält er 2 Monate an, also. Ich blick gerade bei. Ich hätte Hunger, ich würde gerne noch was verspannen. Aber es gibt so ein paar coole Videos, die könnten wir uns angucken. Der Jerome hat ein paar gemacht über Consumables. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich habe diese ganzen Gnomerigan-Sachen. Ne? Ah. Alle nichts wert. Es ist günstiger, die so rauszukaufen, statt mit den Dingern. Das ist, macht keinen Sinn, aber es ist so. Wo ist der Spirit nur hin? Was meinst du? Welchen Spirit? So, ich glaube hier, wir haben jetzt Mulgor hier ausgemolken. Wir haben den Preis wieder, ne, verstehst du, Mulgor ausgemolken? Okay, wir haben den Preis wieder auf 1 Euro gedrückt. Alle machen mit hier, alle sind auf 1 Gold jetzt. Also das dachte ich mir nämlich, RL übers Game stellen. Tja, ne, du weißt. Ich meine, stell dir vor, du gibst es richtig Gas in der Schule, ne? Schreibst eine gescheite Prüfung und dann hast du einen gescheiten Job und dann kannst du mehr WoW spielen. Ne, das sind immer. Ich habe diesen einen Stream über Prävention gemacht, da wollte ich so ein Video jetzt eigentlich machen. Durch die aktuellen Themen. Das ist halt. Du musst immer Langzeiterfolge
über Kurzzeiterfolge stellen. Also du spielst jetzt viel WoW und verkackst dafür deine Prüfung oder deine Schule, dann hast du später verschissen, weil du einen Job hast, auf den du keinen Bock hast und wo du wenig Geld mit verdienst. Aber stell dir vor, du verdienst jetzt viel Geld, ne? Weil du einen tollen Job hast wie der Kali. Und dann kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt hier in Kurzarbeit, weil ich immer noch mehr Geld verdiene. Dann kannst du auf lange hinweg wieder mehr WoW spielen. Weißt du, wie ich meine? Also, du musst das Spiel gerissen spielen. Und Langzeiterfolge sind mehr wert als Kurzzeiterfolge. Und dann lange Zeit mehr WoW spielen können, ist mehr wert als... gut, dann... Mündliche wäre noch einfacher, aber das Projekt ist halt eine Sache, die ich nicht von zu Hause aus machen kann. Mensch. Kein Homeoffice hier mehr. Gut, dann einmal hier. Grafik. Und da. Und nicht mehr Pixel. Oh, 2023. So, hier habe ich die ganzen Items, die muss ich mal jetzt schön sortieren. Ich habe die Trollstammeshalsketten, ne? Die geben nur noch einmal XP, aber die nehmen wir mit. Kannst du nicht mehr unendlich oft abgeben oder bist freundlich. So, dann haben wir die Buzzard-Flügel. Da macht er hier diese Chicken Rings draus. Das ist für Ödland. Das packe ich alles in einen Koffer rein, wenn ich alles zusammen habe. Dann die Kochquest, da gibt es diesmal nicht so viel. Das sind Optionen, die nicht... Oh Mann, die ganzen Echtsilberbarren. So. Dann, das brauche ich, um weiter zu skillen, ne? Du kannst jetzt schon mal die ganzen Berufe fertig haben. Ich bin hier auf dem Krieger gerade, sehe ich. Ich muss gleich dem Mage noch zurückschicken. Berufe kannst du direkt auf 300 skillen, deswegen jetzt schon mal die Mats im Briefkasten haben. Und dann sagst du, okay, ich habe gerade Zeit, komm, ich mache kurz Berufe, ne? Das ist der Plan. Dann natürlich, ne, die Dinger natürlich immer dabei haben. Wer weiß, wann du sie brauchst beim Leveln. Und sonst... Genau, das ist der Krieger gerade. Auf dem Mage habe ich noch mehr. Seidenstoff muss ich mir dann bereithalten. Der Silberbarren. 5 Silberbarren für die Quest, die du da abgibst. Dafür Action Potion als Krieger. So. Darakai. So, 5 Silberbarren. 4 von diesen Buzzard-Flügeln. Oder hier antworten. So, und das packe ich dann alles in einen Behälter. Ich mache das jetzt nur mal so provisorisch, dass ich es dann wieder zurückschicken kann. Und das ist nämlich Bad Bands und EV. So. Natürlich den ganzen Stoff. Den Magiestoff, der ist, da bin ich zu Schwabe für. Das ist schon viel XP tatsächlich, aber da bin ich eindeutig zu Schwabe für. So, dann posten wir jetzt nochmal. Oh, Echtsilberbarren sind ja richtig günstig. Die ganzen Sachen, die richtig teuer waren, verlieren jetzt halt an Wert. Ich pack da mal 10 Stück von rein. So, dicker Ball, guck es dir an, 22 Silber einer. Wow. Ich brauche nämlich zum Skill noch den schweren Balk. Der Magiestoff, ein Stück Klopapier, 16 Silber. Wucher. Wucher. Genau, hier die lebendigen Schultern, die habe ich mir geschnappt. Das ist hier 49er Schultern mit 31 Healing Power. Boah. Das ist ein dickes Rezept. Das ist ein gutes Rezept. Das wird auch noch teurer. Schattenseide hat irgendjemand 10 Stück ganz günstig reingestellt. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Und die Dinge müssen wir hier raushauen. Die hauen wir raus. Silberbarren sind gerade nichts. Boah, 2 Silber kosten Silberbarren. Ich kaufe mir welche. Silberbarren, die gehen wieder hoch im Preis. Ich sag's dir. Guck mal, das ist ja hier... Hä? Warte, doch, 13 Stück sind das. Oh, 13 Stück, 27 Silber. Guck, siehst du, ab hier schon wieder, ab da wieder 100%. Wie günstig die gerade sind. Da kaufe ich mir jetzt mal kurz eine silberne Nase hier. Gut. Und was soll der Geiz das auch?
kann schöne Dinge mitmachen. So kleine Silberfiguren, Silbermünzen, Silberdietriche. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was du sonst damit machst, aber für die Quest, ja, hier Verzauberungsdinger. Und dann wollte ich jetzt noch diese Fernrohraufsätze verhökern da. Guck mal da. Ah, günstig sind sie geworden, aber was soll ich sonst damit machen? Goldbarren waren richtig viel wert, tatsächlich. Stevari Schmied, ja. Der Krieger, der hat jetzt Schmiedekunst und Ingenieurskunst gemacht. Also, ihr kennt ja diese Konflikte mit dem inneren Schwaben. Und ich habe ja Bergbau gehabt mit dem Parler und mit dem Krieger. Und beim Krieger hat schon gar keinen Sinn gemacht, ne? Mit dem Krieger hat das schon absolut keinen Sinn gemacht. Und dann bin ich da echt mit dem Paladin durch Arati-Hochland gestiefelt. Damit ich endlich Mithril abbauen kann, musste ich halt noch Eisen abbauen. Und an jedem Vorkommen hat's rumgewuselt. 30% Bots, die anderen Leute, ne? Du fragst, kann ich ein Ding haben für Skillpunkt? Und die hören so gar nicht kurz auf, ne? Die hauen einfach weiter drauf. Dann schreiben die noch so sorry, aber beim nächsten Mal machen sie es nochmal. Und ja, dann habe ich gesagt, scheiß drauf. Wenn ich es in echt nicht bin, in WoW bin ich reich. Und ich habe mir einfach alles gekauft. Ich habe es mir einfach gekauft. 225 Schmied, 225 Ingi. Ne? Fuck it. Fuck it. Hat selbst der innere Schwabe zugestimmt. Mal. Gut. Dann das Event könnte man noch ein paar Mal machen. Ich schicke jetzt kurz die Silberbarre noch an die Bank. Da war Bank. Weil sonst brauche ich die eh noch. Also ich kann damit skillen, selbst wenn die jetzt nicht steigen, aber ich glaube schon. So, einmal hier unseren. Der flauschige Sohn passt auf, dass niemand auf den Chat schaut. Wo ist er? Da. Guck woanders hin. Gut. Ah. Ich habe eben vom Briefkasten Blizzard gesehen. Ja, ja. Die Meldung habe ich auch. Auf ein paar Accounts beim Krieger jetzt nicht, aber die hier, ne? Da schicken die das sogar deinem Char, dass du genau weißt, wem du da den Bot zerstört hast. So, einmal noch kurz den anderen Schmand. Und, boah, das kann ich eigentlich wegwerfen. Ohne Witz, das sind diese schmutzverkrusteten Objekte. Ich kann das wegwerfen. Das will kein Mensch mehr. Keiner braucht den Schmand. Ich hatte hier einen Random Drop im Ödland. 20 Heilzauber auf Armschienen. Die würde ich sogar im Handelschat kurz posten. Falls die nicht hier inseriert sind, dass ich so einen groben Preis habe. Nicht deppert. Hä? Hallo? Die sind nicht seelengebunden. Stell dir vor, ich hätte die aus Versehen angezogen. Spielst dann den Priester weiter, Linse. Dass Digitalisierung in Deutschland, die IHK verbietet Homeoffice während des Praktikums. Ach herrje. Das ist ja wild. Nee, ernsthaft, scroll ich da gerade vorbei? Guck mal, so sehen die Armschienen aus. Beim Anlegen gebunden. Königliche Manschetten der Heilung. Das Mithrilrohr. Hallo? Egal, ich gebe sie so ein. Königliche. Der Heilung, da sind sie drin. Die sind schon drin. Auch 3 Gold sind die nur wert. Die sind nur 3 Gold wert. Mensch, ich dachte, da hätte ich jetzt einen kleinen Schatz. Aber ich sehe die einfach nicht in meinem Inventar. Das hatte ich ja noch nie. Oder übersehe ich die? Das hatte ich noch nie
Okay. Ist hier nicht irgendwas wert? Das eigenartige Fleisch, haben wir das Rezept. Kochen ist sogar auf. Ah! Kochen müssen wir noch skillen, aber da habe ich die ganzen Sachen. Das machen wir noch. Krieger ist eh als zweites dran. Krieger ist eh als zweites an der Reihe. Gut, ich will nur kurz im Briefkasten reinlinsen. So, dann. Gucken wir mal hier auf den Magier. Der muss nämlich echt den ganzen Schmand noch aus der Tasche bekommen. Porten wir uns erstmal hier weg. Oh, jetzt wollen sie hier Ports haben, aber ich bin leider... Leider habe ich jetzt aufgehört zu porten. Ah, da gehen mir die ganzen... ganze zahlende Kundschaft. Den Schnitt weiter porte wolle. Könnte ich große Geld verdienen. Nur noch heute. Stärke Dunkelmondialmarkt. So, dann haben wir sogar den Kloschüssel. Aber ja, der Kloschüssel ist ein bisschen hoch vom Level. So, das Horn. Das Horn kann ich tuten. Und dann schickt er mich, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, hier noch Modan und zurück. Und das sind über 10.000 XP. Das Item, ich muss dafür auch einen, glaube ich, 46 Elite machen. Aber das Item, über 10.000 XP. Hier haben wir nochmal ordentlich XP. Cortellos Rätsel, das mache ich jetzt, glaube ich. Cortellos Rätsel lohnt sich nicht, das später zu machen. Hier habe ich alle Hügel vom Schlingdorntal, ne, die ganze Quest. Muss ich nochmal nachzählen am besten. Ganz ehrlich, lass uns das jetzt machen. Ne. Da porten wir uns dann hin. Ich lege da irgendeinen Char mit dem Schlafsack hin. Dann portet der kurz. Oder mein Hexer portet sich auf den. Da ist die. Was die falsche. Das ist die richtige. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waren das 15 hier? Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gut. So, dann haben wir hier die Halsketten für Hinterland. Ja. Den ganzen Schmand wollte ich hier verkaufen. Das Entzaubern und verkaufen. Aber weil die so hohes Level sind, wollte ich die entzaubern. Entzauber ich gleich, komm. Da ist der Fisch, der ist so teuer gerade, ne? How much is the fish? I don't know, but it's really expensive right now. So, das kann ich auch entzaubern. Die sind zwar ein bisschen was wert im Auktionshaus für Tanks, aber ja. Den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Guck mal, die können wir verkaufen. Der Gürtel, der ist gut. Oh, Inventar ist voll. Lass mal kurz Gedöns ins Auktionshaus stellen. Da, die Wildstahlblume haben wir gekauft. Und ich muss die, genau, die Kisten. Ich brauche unbedingt noch hier Kisten. Was kostet gerade die Banditenmaske? Weiße Banditenmaske. Oh, das ist ein Schnapper. Guck mal, drei Stück. Eins, zwei, drei. Das ist eine tolle Kiste, doch. Und davon brauche ich noch 10 Stück. Ich glaube, ich stiefel mit irgendeinem Zwerg durch die Gegend. Und tu mir da ich genug Schätze anzeigen lassen. Und dann... Ja. Oh, 14 Gold! 14 Gold, das finde ich ein bisschen zu viel. Wenn ich für den 9 Gold bekommen würde, wäre das schon... 9 mal jemand porten. Und die Schärpe, die finde ich gut. 6 Gold. Weil 14 Gold kriegst du nicht. Ich hätte es jetzt schon so reingestellt, wenn du das bekommen würdest, aber kriegst du nicht. Das ist ich habe schon so oft so ein grünes Item gehabt. Schubidu ist gerade günstig. Und welche Schwester? Wow. Welche... Ich schreib mir den Scheiß nochmal. Die Rubbellose sind gerade günstig, Leute. Lasst uns welche kaufen. Lasst uns Rubbellose kaufen.
Welch Schwester? Wow, ich kaufe sie alle. Alle Rubbellose. Jetzt werden sie wieder teurer. Kaufen wir die auch? Wir kaufen die auch. Lass uns alle Rubbellose kaufen. Ah, okay, ich muss aufpassen. Ich habe nicht genug Gold hier. Ja, gut. So, das will ich auch nicht. Ja, ab geht's. So, was macht ihr so, Leute? Lass mein Mage noch ein paar übrig. Ja, es gibt ja mehrere. Die waren ja arschteuer, die Dinger. Die waren so teuer. Ah, endlich der Buff. Jetzt ja aus Juli. Ich hätte eine Frage. Meine Addons werden im Game nicht angezeigt. Habe sie auch schon neu installiert. Weiß jemand, an was das liegt? Also guck mal, ich habe so ein Video gemacht über Addons generell. Und ich würde dir raten, Curse Forge runterzuladen. Weil Curse Forge macht das automatisch. So, Ferndiagnose ist ziemlich schwer. Es gibt hier so zwei Dinge, an denen es liegen könnte. Einerseits könnte es sein, dass du die falsche Version runtergeladen hast. Also statt Classic Addons hast du Retail Addons runtergeladen. Oder du hast das in den falschen Ordner reingepackt, weil das ist ein bisschen verwirrend. Du musst das in Classic Era reinpacken. Ich habe hier ein Video, da zeige ich dir Curse Forge. Und ansonsten würde ich einfach Curse Forge runterladen. Hallo Chronex auf YouTube. Wie geht's dir? Was machst du? Hey, Servus Infidem, dir auch frohe Ostern. Was machst du heute Schönes? Ich habe gesehen Warzone. Wenn du als Heiler drin bist, würde ich nachher mitkommen. Ah, warte. Wenn du als Heiler drin bist, würde ich nachher mit dem Krieger mitkommen. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept. Also das brauche ich, um diese Rubbellose aufzurubbeln. Ist teuer, der Spaß. Und jetzt müsste ich kurz erstmal meine Tasche aufräumen. Ganzen Schmand verkaufen. Ich glaube, die Wohnung, die ist noch frei. Die ist hier zur Besichtigung. Guck mal. Ein schicker kleiner Balkon. Das könnten deine Umzugkartons sein. Ne? Und dann hier Wohnzimmer. Aber wo ist das Schlafzimmer? Es fehlt ein Schlafzimmer. Nee. Und dann auch noch Ironforge Innenstadt. Weißt du, wie teuer hier die Mietpreise sind? Unbezahlbar. Holst du dir lieber so eine Hängematte in Beutebucht? Ich muss dich nur so einreiben mit hier Insektenschutz. Sonst fressen dich die Moskitos. Okay, ja. Level 42 plus, bitte kein Splitter. Okay, das nehme ich. Ja. Ja, dann. Komm, aus dem machen wir direkt so ein Siegel. Siegel bleibt ja jetzt. Das werde ich auch zum Leveln wohl benutzen. Ah, genau, Visionenstaub. Das war mal unglaublich günstig. Und dann wurde es wieder unglaublich teuer. Und dann war es wieder günstig. Und dann wieder teuer. Ich guck mal, ob es jetzt günstig ist. Andersrum. Ich hab's. Warte. Visionenstaub. Oh, es ist unglaublich teuer wieder. Oh. Boah, ein Visionenstaub, siehst du? 318%. Das hat mal Pfennig gekostet. Pfennig hat das mal gekostet. Ja, genau, Chronex, die sind auch auf Twitch. Darakai9 auf Twitch. Falls du Twitch hast, ne? Und für die Leute auf Twitch, ne, nicht vergessen, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr umsonst einem Streamer eurer Wahl Amazon Prime, ne, einen Sub da lassen. Boah, wird der Streamer sich freuen. Kriegt da im Monat Geld überwiesen, ne? Von Amazon. Boah, da freust du dich jedes Mal. Als Streamer. So, und uns kostenfrei, ne? Wenn du Amazon Prime eh schon hast und das bezahlst, weil du dir immer tolle Pakete zuschicken lässt oder deine Freundin, ne? Wenn ich so viel bestellt, dann lohnt sich das schon, Amazon Prime zu erwerben käuflich im Monat. Für einen kleinen Betrag. Damit der hier DHL-Fritze die kleine Pakete vor die Tür legt.
Außer du kommst aus Frankfurt. Dann würde ich selbst den Mediamarkt holen gehen, ne? Wie das. Wenn du in Frankfurt bist, ne? Oh, wieso kann ich das nicht lauter machen? Dann kommt Cartoon dich hier beliefern. Da. Höre, Bruder, ich hab nicht geklingelt, aber du bist sowieso nicht da, Bruder, ja? Aber dann hört's nicht doch jetzt. So. Doch, Bruder, Paket. Ich hasse es. Oh, warte, wieso kannst du lauter machen? Geklingelt, aber du bist sowieso nicht da, Bruder, ja? Doch, Bruder, Paket für. Adol. Bruder, für lesen keine Zeit, Janne. Oh, der klaut das. Das ist ja gar nicht der Cartoon. Niemand da, du Hund. Paket ist unter der Matte, so, ja? Würde mir mies stinken, wenn ich du wäre. Auf zum nächsten. Wieso klaut er das? Da werden einfach die Cartoon-Videos geklaut schon mittlerweile. Da ist das Richtige. Jetzt ist er so leise. Ich schwöre, Bruder, ich hab nicht geklingelt, aber du bist sowieso nicht da, Bruder, ja? Der ist ja aus Film. Der Film kommt genau zu den unpassendsten Momenten. Paket für Adol. Bruder, für lesen keine Zeit, Janne. Niemand da, du Hund. Paket ist unter der Matte, so, ja? Würde mir mies stinken, wenn ich du wäre. Auf zum nächsten. Niemand da. Schwöre, Wetter ist heute so schön. Ich glaube, ich lasse das Paket einfach genau da liegen, ja? Ja, passt schon, Wallabella. So, es ist 3 Uhr nachts, Bruder. Ja, gut, dass wir gesagt haben, dass wir zwischen 6 und 23 Uhr kommen. Wenn niemand da ist, wird das Paket 10 Städte weiter in einem Kiosk abgegeben, Bruder Jane, ja? Geist der Pakete, ist Wolfgang zu Hause? Feierabend, geil, Bruder, ja? Ja, gut. Also, Twitch Prime lohnt sich doch. Ich würde Twitch Prime mir holen, wenn ich viel bestelle auf Amazon. Aber ich habe kein Twitch Prime, weil ich bestelle nicht viel auf Amazon. Stänkert er immer. Stitch halt brauche. Oh, vielen Dank. Juli W. hat gerade mit Twitch Prime hier gesubbt. Vielen Dank. Du bestellst dir bestimmt ganz tolle Dinge auf Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Hat funktioniert. Okay, freut mich. An was hat's gelegen? Hat's mit Curse Forge jetzt einfach, ne, geklappt? Danke für dein Prime. Für deine finanzielle Unterstützung. Das kann ich ja nur einem Streamer geben, weißt du, wie ich meine? Das gibt es ja dem Streamer. Dem einen, ne? Okay. So, okay, ich muss jetzt echt meine Tasche hier einmal auffüllen. Hey, ist ja aus Kamox. Wie läuft's? Das machst du Schönes. Waren in Classic nicht in Ära? Ja, das ist nämlich so eine Sache. Das musst du da in Ära reinpacken. Sonst hast du die in War of the Lich King. Wieso auch immer haben die das immer noch. Also Classic, ne? Ist jetzt VUTLK, egal. Sonst einfach, wie in dem Video, Curse Forge runterladen, weil das nimmt dir die Arbeit ab, das zu updaten. Weil sonst musst du immer WinRAR entpacken, ne? Und dann kommt WinRAR an und sagt so, ey, willst du nicht mal hier eine richtige Version kaufen? Du DG immer noch Testversion benutzen seit 5 Jahren. Und dann klickst du das immer so unangenehm weg und ja. Wenn ich, ne, wieder über 700 Subs hab, dann kaufe ich mir WinRAR mit euch. Ja. Gut. Aber ich muss jetzt erstmal wieder streamen. Wir sind da schon sehr weit weg gerade. Okay, ich glaube, den Ring brauche ich für PvP. Und ich bin kurz davor, mir einfach so einen Bankfach noch zu kaufen. Hab Curse Forge, aber da war irgendwie trotzdem ein Classic. Ach ja, genau, dann oben rechts einfach diesen Haken da wechseln. Komm. Mach mal Rubbellose auf. Soll's. Guck mal, das ist schon mal eine Niete. Kryoschlag, der Ultraschmand. Ah, ich zweimal hintereinander. Da kannst du jetzt so AOE machen. Auf Distanz. Das ist Schmand. So, und jetzt habe ich Schriftrolle des Verständnis. Also das ist wirklich wie da auf dem Vasen, Rubbellose. Weil wenn du das hier jetzt hast, kannst du diese 5 Silber-Rubbellose, also guck mal, du hast einmal die Rubbellose und du hast einmal diese Münzen, mit denen du das aufrubbeln kannst. Und die Münzen, die kosten selbst schon 5 Silber. Ein bisschen wie CSGO-Cases öffnen. Und hier kriegst du aus den Losen entweder Nieten sozusagen oder dass du 4 von diesen Münzen bekommst, die dich dann animieren, weitere Rubbellose zu kaufen. Also es ist ein brillantes System. Das Schlimme ist, ich habe wieder welche bekommen, Freispiele, ne? Das hier sind Freispiele sozusagen. Ja, brillantes System. Und das Schlimme ist,
Ich brauche genau 3 Stück. Und das ist es nicht. Damit kannst du als Magier wiederbeleben. Ich habe wieder diesen Kryoschlag. Wieso bekomme ich diesen Kryoschlag? Und noch schlimmer sind die... Schon wieder Freispiele. Noch schlimmer sind die Resistance-Rollen. Also du kannst so Frost, Arkan, Feuer-Resistance bekommen. Das kannst du dem Hund zum Fressen geben. Selbst der würde ich dumm angucken. Hier habe ich Verwandlung, seltsame Melone bekommen. Das ist so gut, wie sich's anhört. Aber das Coole ist, im PvP kannst du jetzt einen Spieler in eine seltsame Melone verwandeln und den anderen in ein Schaf. Also, ja. Die brauche ich. Oh, das ist genau die ich möchte. Weil es gibt jetzt eine Rolle, die gibt dir 1%. Ah, nee, ist nicht ganz, aber Trefferchance 1%. Und da gibt es eine mit 1% Crit eigentlich. Aber die ist auch gut. Das ist keine Melone. Ich habe nochmal eine seltsame Melone bekommen. Und nochmal wiederbeleben. Ich heb die Leute einfach gar nicht auf. Ich sag, dass sie laufen sollen. Ah. Und ich habe hier meinen Defibrillationsstab. Wenn die auf dem Boden liegen, dann piekse ich die damit. Steh auf, fauler Sack. So, die ist auch gut. Schwellenübergang. Damit mache ich meine Zaubertricks. Kann ich mich zu Leuten hin teleportieren. Und nochmal ein Rest. Aber ich habe Freispiele. Guck mal, da kann ich kurz diese Kiste füllen. Genau, wir sind auf Wildgrove. Wo spielst du? Bist herzlich eingeladen, bei uns mitzuspielen. Aber meine Freispiele sind alle. Jetzt muss ich wieder Münzen kaufen. Maximal unrealistisch, der Postbote spricht Deutsch, ja, wie der Feuermelder-Typ, aber tja, weißt du. Schalt. So schnell. Bei uns sind die echt toll. Die Postbote, doch. Die hätte ich richtig gern. So, haben wir hier. Haben wir da. Aber da kannst du dann zum Mediamarkt stiefeln. Du hattest zum Prequesten doch ein Google Docs-Dokument. Ja, also hier ist das Docs-Dokument. Da sind noch ein paar Alternativen dabei, aber du musst nicht alle genau die machen. Kannst auch variieren. Ulderman-Quest kannst du machen. Scheiße, ich habe schon wieder hier die Melone. Ja gut. Dann habe ich... Ich habe zweimal das, was ich so... Weil da gibt es noch eine, die hätte ich jetzt zum Leveln gerne. Komm, wir kaufen uns mehr Rubbellose, Leute. Lass uns mehr kaufen. Ich hätte nämlich gerne Arkane Erholung. Das Problem ist, das sind alles nur 5-Minuten-Buffs, ne? 5 Minuten, sage ich schon. Das sind alles halbe Stunde-Buffs. Aber da gibt es einen Buff, der gibt dir MP5. Und den MP5-Buff kannst du stacken mit dem Buffhut. Ja. Und das ist cool zum Leveln. Wenn wir jetzt hier Power leveln, dann braucht in unserer Gruppe keiner Mana. Alle haben halt kein Mana oder halt ein Paladine mit der neuen Rune. Guck mal, Cortellos Rätsel kannst du kaufen. 19 Gold! Und mit der Rolle kann ich dann ein bisschen mehr recken, dass ich halt mehr heilen kann. Ne? Weil ich laufe hier hinterher, heil, mach ein bisschen Damage, trink. Dann kommt ein großer Pull, mache ich AOE und dann trinke ich halt gefühlt eine Minute. Und damit trinke ich weniger. Da ist Kröte einer von euch. Lasst uns mehr Rubbellose kaufen. Guck mal, Schubidu. Oh, Schubidu kostet fast ein Gold. Bin in deinem Live, ja sehr cool. Dann heiße ich dich herzlich willkommen. Da muss ich es nicht schreiben. Welche Schwester? Oh, ist wieder eine drin. Jemand hat alle aufgekauft. Jetzt gerade in dem Moment hat jemand alle aufgekauft.
Jemand hat alle aufgekauft. Nein, das hast du nicht gemacht. Wer war das von euch? Welches? Ich hab doch erst Münzen gekauft. Es gibt noch Updog. Ab. Updog. Boah, wie teuer Updog ist. Hast du alle gekauft, Kröte? Wieso machst du das denn? Alle welche Schwesterdinge gekauft? Nein, ich hab doch gerade so Spaß gehabt. Nee, Film, das war's nicht, du. So viel Gold hat der Badenser nicht. Habt ihr alle gekauft? Gisabuto, wie viel hast du gekauft? Ihr könnt doch nicht alle gekauft haben. Wie heißen denn die anderen Rollen nochmal? Ach, siehst du, da hab ich jetzt gespart und jetzt haben sie alle meine Rollen gekauft. Und das Updog ist mir zu teuer. Guck mal hier. Ups. Nee, Mann. Guck mal, Updog. 83 Silber. Sehe ich so aus, als wohne ich in München. Die haben einfach alle bis auf eine rausgekauft, ne? Und was gab's noch? Also, Schubidu hat man gerade. Updog. Ich habe irgendwo einen Screenshot gemacht mit den ganzen neuen. Mit den ganzen neuen Rollen, oh, mit Käse. War das die alte? Guck mal, warte da. Nee, komm, oh, mit Käse ist die alte. War jetzt auch noch auf Englisch. Also ich kann Englisch, aber ich muss es ja wegen euch, den deutschen Klienten. Ach, das da auch. Das hört sich an wie irgend so ein stark reduziert hier. Oh, aber immer noch teuer. Doppelt so teuer sind die. Wow. Okay, was gibt's hier noch? Ah ja, da gibt's noch die da. Also war die welche Schwester? Schubidu. Ah, da gibt's noch diesen Topaz Jorak. Jorak, den haben sie irgendwie nicht übersetzt, wieso auch immer. Auch 36 Silber. Ah, nein, das ist mir zu teuer. Der ist mir zu teuer. Ja gut, Leute. Bin jetzt ein bisschen. Wird die alle weggekauft. Ich bin am LOL zocken. Ja, du bist eh kein Magier. Ah, wer war das? Guck mal, das ist das noch günstig. Wer von euch hat das gemacht? So eh keine gute Investition. Das freut mich, Kröte. Allianz ist toll. Kannst du hier Rested XP noch runterladen. Und dann kannst du dich da so ein bisschen navigieren lassen. Ist umsonst bis Level 20. Komm, wenn ich jetzt noch Freispiele bekomme. Kryoschlag halt. Direkt Kryoschlag. Rolle der Willenskraft 2 ist noch schlimmer. Das kannst du direkt als Klopapier benutzen. Ach Mann. Und Rolle des Schutzes. Jetzt ist frech. Also, was ich will, gibt es auch noch aus. Oh, mit Käser, 17 Silber. Boah, ist oh, mit Käser teuer. Aber 17 Silber sind jetzt weniger als 30. Habe ich gelernt damals. Und dann noch diese Well. Voice Well sind 14 Silber. Das ist auch, was ich. Und Wubba Bubba geht auch. Auf 34 Silber, Junge. Und das eine, was ich nicht aussprechen kann, ist auf 47 Silber. Irgendwer hat alle gekauft. Irgendwer hat gerade alle gekauft. So, komm, ich habe jetzt noch ein paar von diesen Münzen. Dann höre ich auf. Hat's mal die blaue, nee, diese Hypnoseklinge. Ich habe sogar die Hypnoseklinge noch auf der Bank.
Ich habe sie aber nie upgraden können. Ich hatte noch nie eine blaue Rolle, nein. Das ist, kennst du das? Du bist da auf dem Vasen und dann haben die so Riesenspielzeug und dann sagen die, ja, in einem Los ist das der Joker, da kannst du dir auswählen, was du möchtest. Und dann kommt irgend so ein Verwandter dritten Grades und hat so dieses Fake-Los in der Hand und dann sagt er, oh ja, ich hab's gezogen. Ich hätte gern diesen Teddy. Ein Riesenteddy und am Ende hängt der gleiche Teddy wieder da. Bestimmt haben sie den aufgefüllt, ne? Gut. Okay, jetzt habe ich mir zu viele von den Rollen gekauft. Das hier, Arkanenschutz, Feuer und Frost, ist auch so die schlimmste Los-Scheiße. Und ich habe leider nicht einmal die Rolle bekommen, die ich möchte. Aber so ist Leben manchmal. Der Teddy ist eine Illusion. So, ich hoffe, ich habe niemanden überlesen. Kamox, es geht. Was machst du? Ich mache jetzt mal eins nach dem anderen auf. Vielleicht ist ja nochmal so Freispieler drin. Krioschlag. Ah, solange der Warlock hat sich da die Hände wund. Ah, da ist die, die ich möchte. Da ist die, die ich möchte. Einmal habe ich sie jetzt. So. Dafür haben wir jetzt 5 seltsame Melonen. Ach, Frostschutz. Ah, die wollte ich hier. Schriftrolle der Arkanerholung und Präzision. Immerhin hat sie uns nur ein paar Gold gekostet jetzt. Und Schwellenübergang ist das nächstbeste. Damit porte ich mich immer durch die Gegend. 4 Stück, immerhin. Immerhin. Gut. Dann. Unbedingt mir auf Amazon mal so ein Kabel bestellen. Aber Porto-Kosten dann, boah, hätte ich Prime. So, alles, was ich hier nicht. Diesen einen Fisch da. Dann diese Dunkelmond-Horoskope. Ja, perfekt. Das will ich haben. Das gibt nämlich auch so eine kleine Box. Und da können coole Tränke drin sein. 50 Gold kostet der nächste Taschenplatz. Ah. Ich bin Messi genug, dass ich den bräuchte, aber Schwabe, dass ich es nicht kaufe. So, gelbe Lochkarte habe ich sogar schon. Eigentlich müsstest du die Quest genau an dem Tag machen. Ich habe sie sogar schon abgebrochen. Das könnte man direkt an dem Tag machen. Dann brauche ich noch Schildkrötenschuppen. Komm, ich mache die Kisten mal voll. Gerade ist alles günstig. Tasche mit Murmeln habe ich noch. Eine Siamkatze kann ich direkt verkaufen. Den Stab könnte ich auch eigentlich mal verkaufen. Da Hypnoseklinge, die verkaufe ich jetzt auch. Komm. Was soll's. Ein paar Köpfe, ne? Beachtet die gar nicht weiter. Umschlag, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der gibt keine XP mehr. Das ist das Hinlaufen nicht mehr wert. Und durchaus seltsam, dass ich den seltsamen Staub da noch mit rumschlepp. Okay. Dann packe ich jetzt mal das auf die Bank. Dann verspeichere ich kurz was, ich habe Hunger. Rubbellose Öffnen macht mich immer hungrig. So aufregend. Ist auch günstig gerade, aber ich will die Dinger einfach weghaben. Kein Bock auf diese Objekte da. Guck mal, der Toilettenschlüssel ist 5 Gold wert von mir aus. Sollen die den mit 43 befreien? So. Ja, Kreuzfahrerstoß sind gute Rune am Start.
Die ist nicht schlecht. Beste Rune direkt am Anfang. Ja gut. Achso, ja, ich wollte noch kurz die hier Kisten füllen. Einmal die Schildkröten. Ich brauche so ein USB-C-Kabel unbedingt. Armschienen. Oh, 7 Gold! Wow! Wow, ich brauche 2 Stück. Weil das ist so frech. Die Kiste kostet 12 Gold und die wollen 14 Gold für die Mats. Obwohl sie es nicht wert sind. Mithril-Donnerbüchsen. Film, hast du nicht davon 100 Stück gekauft? Mit... Hast du nicht von den Donnerbüchsen da 100 Stück gekauft? Alle schon weg. Das geht noch. 2 Stück. 10 Gold. Kriegst du 12 Gold wieder. Frech ist das. Da gehe ich selbst eigenhändig diese Schildkrötenschuppen mir besorgen. Und wenn ich sie abkitzeln muss vom kleinen Schildkrötenmann. Okay, aber da. Ah. Aber hier. Dann. Ja. Was sollten wir noch? Komm, wir gucken ganz kurz. Aber wenn ich was Englisches anmache, dann hauen die Leute wieder ab. Ah, ich gucke keinen deutschen Stream an, um mir englische Sachen anzugucken. Aber wir gucken uns trotzdem was an. Das müssen wir jedes Mal zu einer neuen Season. Der gute Captain Grimm. Komm. Es wird nicht alt. Ich hole kurz mein Essen, was noch in der Küche steht. Kannst nicht oft genug sehen. Fresh bread for sale. Come get it while it's hot. Ah, my bread. There has to be a rune for consuming all of these loaves. Hey, I don't remember seeing you from before. I don't know. Something that will make me cool and stand out so I can escape the reality that behind the monitor, I'm miserable. I don't think such a rune exists. Yeah. Oh wow, my first rune already. That was easy. I wonder how it's going for everyone else. Oh! I think I have an idea. Oh shit! A fucking parrot in Eowyn Forest! Hey there, buddy. What do you think you're doing? Queuing up to kill Hogger? Nuh-uh. That's the cue to kill Hogger. For this? This is the cue for warlocks to suck Hogger for their rune. Huh? Alright, boys. Suck him good. We need to get going so the others can have a go too. I'll pass on this one this time. What do you mean? You still have...
haven't gotten any runes! We're almost level 25! Derek! Almost back to Ratchet. Let's keep up the pace! I'm done. Hey, where's the Dragonfly Lodge experience at? Dann stiefeln wir mal da hoch und gucken, ob wir da so ein paar Kisten bekommen. Früher sind die zuverlässiger gedroppt, jetzt weiß ich nicht ganz. Ab und an ist eine drin, wir gucken mal. Und wir könnten noch mit dem mit dem Schurken habe ich keinen Gnome mehr gemacht, mit dem Priester nicht. Keine Ahnung, aber war eh noch jetzt, spiele ich auf dem Ali-Server einen Mensch-Priest hoch. Ah, okay, du bist nicht der Paladin. Okay, wer von euch ist denn eigentlich der Paladin? Mensch-Priester, super. Bist du schon bei uns in der Gilde, oder? Sag Bescheid, laden wir dich ein. Hey, S-Mann, wie läuft's? Was machst du Schönes? Bist du hyped auf die nächste Phase? Wir bereiten uns jetzt vor, indem wir durch die Gegend stiefeln und versuchen Kisten zu farmen. Für marginalen XP-Boost, den wir durch das Abgeben von den abgefangenen Vorräten bekommen. Aber ich will eh noch diese ganzen Erbstücke. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe ja Shorts gemacht und in den Shorts zeige ich ja, dass es jetzt Erbstücke gibt. Und zwar kannst du mit einem Char, der hier diese Handelskommission hat, die Ringe, also ein Ring und die Halskette holen. Und die ist accountgebunden ohne Levelbegrenzung. Kannst du mit dem Level 1 Char Hals und Ringe haben. Aber ja, ich habe den Hals noch nicht. Und sobald du den Hals holen kannst, ich weiß gar nicht, respektvoll ist das, glaube ich, kriegst du auch eine 16er Tasche. Und die wäre auch toll. Dann haben wir hier noch Cornettis Rätsel, nenne ich das immer. Das hätte ich mir auch aufgehoben, aber da musst du Sümpfe des Elends und danach nach Brachland. Und dementsprechend mache ich die, glaube ich. Es gibt auch noch eine 14er Tasche. Ich habe mir die 14er Tasche geholt von dem Uldaman-Event-Quest-Ding am Ende. Aber das hätte ich aufheben sollen, weil, ja, hätte XP gegeben. Also ohne eine Quest anzunehmen, kannst du den ersten Teil machen, den zweiten, den Ironforge, einfach nicht annehmen. Und dann holst du dir am 4. eine 14er Tasche ab mit XP. Und das ist richtig viel XP. Ja. Pustekuchen. So, dann einmal Schatzsucher. Und der kleine Gnom kann das leider nicht. Aber ich schaue jetzt mal, ob ich so eine finde. Weil ich habe ja diese... Also Gathermate zeigt euch ja Vorkommen an. Und ihr könnt auch einstellen, dass es euch die Kisten anzeigt. Jetzt laufe ich da einfach die Kisten ab. Ich gucke da kein neuen Keck weh und bin, ey, sowas von hyped sind wir hier alle, ne? Aber das ist gut. Doch. Da kein neuen angucken ist auch, glaube ich, besten Slot. Der gute Trilltroll, der ist ja hier auch, ne? Zuerst am Start. Level zuerst sein Paladin hoch. Guter Junge. Der weiß, was richtig ist. Das ist eine Kiste. Hallo. Ich suche Kisten. Die hier sind immer nur draußen, oder? Oh. Schatzsuche anmachen. Und die Kisten haben halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass da was drin ist. Aber sonst hauen wir gleich auf die Mobs einfach. Ich habe auch gehört, dass man beim Daraka 9 viel lernt. Ja, also wir haben echt... Ich glaube, dass... Das Wissenswerteste habe ich schon rausgehauen. Aber du kannst ja nachträglich, wie immer, auf YouTube dir den Schmand nochmal von vorne angucken. Oh, da ist eine Kiste. Aber ja, ne? Vielleicht fällt mir ja noch irgendein Schluss ein. Oh, das ist eine Kiste, guck mal. Ich stibitze mir die jetzt einfach. Oh, das ist auch eine Kiste. Uiuiui. Aber ich muss hier aufpassen. Sonst mache ich mich hier. Habe ich jetzt auf Shift 1 hier? Ja. Ah ne, ich hab's scheiß verklickt. Hey, mach doch den Zauberstab, deinen kleinen Zauberstab. Mensch. Kommt der denn jetzt her? Ist was drin? Ah, da ist nichts drin. Flitzdistel, aber das ist okay.
Gut, ich war gerade hier marginal abgelenkt. Dann, oh, das ist die Kiste. Meinst du, da ist auch eine abgefangene Vorratskiste drin? Weil ich suche tatsächlich die Kisten in den Kisten. Was machst du? Was sind deine Pläne, S-Mann? Was spielst du zuerst hoch? So, lassen die mich jetzt in Ruhe, wenn ich die Kiste hier öffnen möchte? Kleine Kiste in einem kleinen Zelt. Ah, das ist halt die Sache, ne? Da war einfach köstlicher Höhlenschimmel und Gewürzbrot aus Mulgor drin. Meistens sind das echt eher Mülleimer. Meistens sind das Mülleimer. Beziehungsweise die Trolle, die haben ja nicht wirklich auch, ne, ihr wisst, Kanalisationssysteme. Und dementsprechend, was denkst du, wo die aufs Klo gehen? Wenn du da einen wiederverschließbaren Behälter hast, dann wird er eher als, ja. Ich habe nur einen Shamir 40, denk mal den. Erstmal, Rest muss ich noch leveln. Ja, spiel mal hier bei uns. Level mal bei uns dir einen hoch. Stage da alleine rum, Gurke. Selbst Trilltroll, ne? Selbst der hat jetzt hier zur Besinnung gefunden. Und levelt jetzt. Hier. Okay, ich glaube, es ist generell schneller, wenn ich einfach die Mobs mache. Weil so viel gibt es hier nicht. Dann mache ich jetzt kurz den und dann gehe ich einfach auf den Krieger-Layer. Beziehungsweise, ne, ihr könnt hier Rechtsklick machen. Wo sind dann am meisten? Layer 3 und Ding nehmen sich nicht viel. Der kommt dann, dann stiefel ich dem jetzt einfach gleich ein bisschen hinterher. Ich fange hier schon mal an. Komm her. Dover Mob. Jetzt warte ich, bis der layert. Ah, das ist schon. Boah. Komm. Kleiner Magier, mach was. Schön die ganze Wut verschwendet. Das ist gerade Begrenzung. Ach! Aber bei uns ist keine Begrenzung. Ist bei uns auch Begrenzung? Auf unserem Server? Wusste ich gar nicht. Es sind da zu viele Hordler. Zu viele Allies. Mensch. Kann man keine Allies mehr erstellen bei uns. Das ist doof. So, ich hätte vielleicht noch ein bisschen meine Tasche aufräumen können. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach so lange diese Trolle. Droppen die Magiestoff. Ach, ist das scheiße. Ich muss eigentlich zum Hinterland gehen. Die droppen ja nicht mal Magiestoff, sehe ich gerade. Das ist blöd. Wenn schon, denn schon. Achso, Zeit ist begrenzt bei mir persönlich. Ja, okay, okay. Wenn das wichtig ist. Wenn dir das wichtiger ist, da Horde zu spielen, dann ist okay. Aber jetzt schreiben sie mich auf dem Mage an. Nee, ich mach keine Hordengilde mehr. Definitiv nicht. So, vielleicht gibt es hinten was Tolles. Hey, nicht wegrennen. Keine Zeit zum Weglaufen hier. Also, ich habe besser jetzt Hinterlands. Weil hier der Seidenstoff, da kannst du ja in echt, das ist ja nicht mal mehr als Klopapier hier nützlich. Da, Dage lieber. Das ist gute Magiestoff, ne? Vierlagig, das ist weich. Seide ist gerade auch so günstig geworden, seitdem hier Kloster da draußen ist. Und sobald die Mobs über 40 sind, kannst du halt, ne? Magiestoff aus den Looten. So. Oh, da ist auch einer. Das ist doof. Ich dachte, ich bin ja alleine. Aber ist auch keine Kiste da. Oder der hat sich die schon stibitzt. Vielleicht hat der sich die schon stibitzt. Was die letzten 4 Jahre Ali. Und, wo gefällt es dir besser? Hm. Oh, ich habe Sweeping Strikes gerade gehabt.
Lass meinen kleinen Magier in Ruhe. So, ja. Ich glaube, das hier ist keine so tolle Idee. Ich würde jetzt einfach noch anstandshalber die anderen machen. Ah, egal. Hab hier meinen Wut hier versaut, aber... Komm, mach mal kurz. Ja. Ja, ja. Passt, passt, passt. Hau weg. Drauf. Sweeping Strikes hier noch. Komm, komm, komm. Vielleicht heilen einmal. Main war Gnome Mage immer. Tja, vermisst du den nicht? Wenn du den Harry hier siehst, guck mal. Glitzert sogar um ihn rum. Da, der kleine Harry. Kannst auch so einen haarigen Gnome spielen. Aber, der Shami ist aber echt cool. Ich glaube, da fällt dir das nicht schwer. Shami, Tank und alles, ne, ist schon super stark. Schamane ist ja mit Abstand bester Tank. Grad bester Damage sogar. Nur schlechtester Heiler. Kann ich alles haben, ne, aber... Ja, Shami, Tank. Da kommen hier Geisterwölfe mit 60. Dem ist gedata mined. Also in den Data Mines sind Geisterwölfe drin. Die Wölfe selbst. Und boah, müssen den Fluffles eigentlich schon spielen. Macht mich geil. Ja, kleiner süßer Gnome. Ich habe früher nie Gnome gespielt, aber mittlerweile habe ich mich abgefunden damit. 5% Intelligenz sind einfach zu gut. Bam. Guck es dir an. Schlaghammer der Winterbark. Den hatte ich ja noch nie. Welchen Gong kann ich damit hauen? Da hinten ist ein Gong. Sollen wir mal auf den Gong hauen? Ich habe noch nie auf den Gong gehauen. Wir können immer mal den Gong hauen. Oh, da ist nochmal einer. Wir können den Gong zweimal hauen, aber... Weiß jetzt nicht. Silenzen die auch noch. Das ist frech. Das ist frech. Deutet der uns einfach, der Doofkopf. So, ich will den Gong hauen. Ah. Ich glaube, ich clear die kurz. Wer weiß, was da kommt. Ist bestimmt irgendeine Quest, die wir nicht haben. Das bringt nichts, also ich. Er ist ja aus Granif, na, wie läuft's? Bald Phase 4, bist du vorbereitet? Bist du bereit? Welchen Char willst du zuerst hochspielen? Erzähl. Erzähl uns von deinen Plänen. So, ich werde hier das erste Mal diesen Gong schlagen. Schon ganz aufgeregt. Es gibt nur keinen Schatz hier drin, leider. Boah, da hat jeder so einen Schlaghammer dabei. Das könnt ihr noch nicht jetzt... Oh, oh, das geht hier jetzt ab. Okay, das ist irgendeine Quest, die ich nicht habe. Wer den Gong gedonnert. Das darf ich nicht machen. Das darf nur der Bademeister machen. Für den Aufguss ist das da. Kann nicht jeder kommen, wenn den Gong da klopfe. Krieg schon Kopfschmerzen den ganzen Tag. Oh. Hat er dabei? Oh, die hat eine Rune dabei gehabt. Lol, ich habe einfach mal eine Rune. Das ist Season of Discovery, Leute. Hier und jetzt. Ich habe einfach mal eine Rune hier gemacht. Fokussierte Wut, ah, die brauche ich nicht. Finger, die Wut, das ist ja die beschissenste Rune, die ist. Aber, Hashtag Season of Discovery. Und aus Wut, weil die scheiße war, kann ich da ausluten? Nee, mache ich noch die anderen hier hinten. Boah, das ist eine scheiß Rune, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da bin ich ja jetzt echt überrascht. Positiv wie negativ. Jetzt halte ich mich kurz. Harry, mach du den da hinten kurz. Zeig den Leuten, was du kannst, Harry. Ah, der wird gesilenced. Das ist frech.
Harry wollte sich hier beweisen und auf einmal wird Harry gesilenced. Steht bitte nicht so laut spreche hier in der steht Halle in der Höhle. Gut, Harry, komm mit. Du bist zu haarig für den Saunaclub. Wollen dich nicht hier. Hinke hinterher, aber ich werde Liesel leveln. Ja, ganz entspannt. Gibt kein Hinterherhinken. Phase 3 ist ja das, wo es dann abgeht und selbst da, ne? Einfach entspannt spielen, Spaß dabei haben und fertig. Komm, ich heute mal solidarisch mit drauf. Hoho. Gut, gut. Viel Spaß. Guck, ich helfe sogar den Trollen. Den Tauren, den helfe ich auch gerne. Nur diese Orks, die mag ich nicht. So, dann. Ich weiß irgendwie nicht. In irgendeinem Video habe ich gesehen, dass du halt hier diese Kisten farmen kannst. Und können ist halt nicht gleich effektiv. Habe ich gerade festgestellt. Und es kann halt sein, dass die halt nicht Level halt hier, ne, 40 sind oder welches das höchste Level ist. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen woanders hin. Ja. Wir können fast hochreiten. Ja, hochreiten ist, glaube ich... Ah, wobei... Habe ich den Flugpunkt schon? Ich nehme schon zwei Quests auch fertig. Na komm. Wenn wir durch die Gegend hier düsen. Da oben gibt es hypothetisch noch ein paar Kisten. Da bist halt nur einmal Gnome. Hat sich einfach nicht ergeben. Ist aber nicht so schlimm. Ja, aber ist halt Gnome, ne? So viel verpasst hast du gar nicht. Einfach jetzt hier Tempel mitgehen. Wird gut. Wird gut. Weil sonst, ne, immer Dara Raid 2 und 3. Da kann ich dich mitnehmen. Vor allem Raid 3 und sowas. Kann ich dich eigentlich immer... Mochte... Gnome noch nie so wirklich. Ich freue mich eher auf Tempel. Ja, das meine ich damit. Die meisten Leute, die mögen Gnome gar nicht. Die meisten Leute, die sind eh nicht so Gnomerigan-Fans. Also ja. Dann kommt der Mage zuerst. Den leveln wir zuerst. Und dann den Krieger. Krieger haben wir jetzt eigentlich zuletzt hochgelevelt auf 40. Der war jetzt... Mit dem Priester der letzte Char. Ich habe bis heute nicht den besseren Ring gekauft. Ich habe auch bis heute nicht die bessere Halskette gekauft. Und ich habe immer noch so richtig gammelige Armschienen. Also wie du siehst. Aber in der letzten ID gab es endlich die Axt. Endlich. Und ja, der Rest ist okay. Den muss ich noch verzaubern, den Rücken. Das Rezept ist nur zu teuer. Aber sonst das Set haben wir jetzt voll. Ist es eigentlich das richtige Set? Ja, ne? Es gibt nur das Set für Krieger. Ich habe diese Parler-Hände. Die sind immer noch ein bisschen schmand. Aber was willst du erwarten von den Gnome-IDs, die ich hatte? Aber es reicht. Doch, zum Leveln jetzt, ne? Es reicht. Feralas-Quest, die besseren Schultern. Ich trage eigentlich lieber die Schulter. Meistens trage ich die auch. Aber, hey. Ich muss jetzt echt mich hier aufhalten auf meiner Durchreise. Gut. Dachte ich es mir. Aber Tempel wird cool. Ich bin ja wie immer gespannt, wie die das ändern. Also wird es wieder mit den Fackeln so sein wie das letzte Mal? Ah. So viele Fragen. Eigentlich nur die Frage. Wird es dieses Fackel-Event genauso wie das letzte Mal geben? Und ich hoffe, dann haben sie zumindest so wie beim Flughafen, so ein Streifen auf dem Boden. Oh, das ist eine Kiste, Leute. Oh, was da wohl drin ist. Da könnte alles drin sein, weißt du? Okay, Kollklinge zum Beispiel nicht. Aber einiges. Einiges kann da drin sein. Ah, nur Scheiße. Nur Scheiße. Wieder köstlicher Höhlenschimmel. Aber wobei, großer Mana-Trank war auch drin. Mit dem. So. Köstlicher Höhlenschimmel.
Ja, was soll's. Gibt's hier noch eine Kiste? Und damit Bub. Komm. Wie lange der braucht für den Mob? Aber ich kann ihm nicht mal 35er Wasser geben. Ist das... Ich will ihm gerade Wasser herbeizaubern. Du bist kein Bot. Das würde ich mir nicht antun. Du bist ein Bot. Sag nicht, dass du ein Bot bist. Guck mal, der trinkt gerade. Ich muss ein anderes Wasser herbeizaubern. 35 ist noch zu hoch. Guck mal da. 40 Wasser. Weißt du, was das kostet im Laden? Bitteschön. Gut, du bist kein Bot. Guter Junge. Thank you so much. You're welcome. Gut. Haben wir dem ein kleines Lächeln gezaubert. Aber ihr wisst, das Level 25er Wasser. Wo soll das denn herkommen? Wo soll ich jetzt Wasser herbeizaubern, ne? Aber es reicht. Es hydriert. So eine Filteranlage, weißt du. Okay, ich muss kurz den Pulli anziehen. Ist ein wenig frisch gerade. Weil da, wenn ich diese Trolle weghaue, kriegen wir wenigstens noch Magiestoff. Die sind halt ein bisschen höher vom Level. Die sind eigentlich zu hoch vom Level. Das wird also Riesenspaß sein, aber Magiestoff brauche ich sogar noch, um eben weiter zu skillen. Ich bin ja hier Schneider, Verzauberer. Verzauberer bereue ich schon so ein bisschen. Ja, das Siegel ist jetzt nicht so überzeugend. Aber als Schneider musst du ja dann mit Magiestoff noch weiter hochskillen, ne? So Magiestofftaschen, da kann ich erstmal 10 Stück von herstellen. Den ganzen Twinks schicken. Ich trage ja hier noch die stabile Feschbar-Dose. Aber Magiestofftasche wäre super. Aber boah, weißt du, was die kostet? Das ist echt. Wenn du das aus dem Aktionshaus kaufst, musst hier Kredit aufnehmen, ne? Und dem Kreditgeber musst du irgendwie versprechen, dass du dein Erstgeborenes nach ihm benennst. Also, muss echt noch eine Opfergabe, musst du da irgendwie mit Ziegenblut an die Wand malen. Pelziger Sohn, okay, gut. Dann lass uns mal gucken. Ich würde jetzt erstmal mit dem Zwerg vorbeilaufen, dass der scannt. Oh, weil so viele Kisten gibt es hier gar nicht. Hier gibt es viele Kisten, aber ja. Das sind diese 47er Elite-Mobs. Da würde ich jetzt ungern rumlaufen. Komm, klappern wir die mal kurz ab. Da ist die in der Höhle, glaube ich. Ne, das ist die an oder in der Höhle. Das ist einfach nur so ein Camp. Und was wir noch hätten machen können, ist uns hier diese Katze holen, weil, ja, ist nicht so umweltschonend mit unserem Zweitakter hier. Und ich sag immer als Ausrede, wenn du der Einzige in Azeroth mit Auspuff bist, dann ist es vielleicht okay. Aber ist das okay? Und was macht die Eule denn hier jetzt? Ich wollte doch gerade hier diese... Mann. Meine Trolle. Mit der eigenen Trolle. Ja, das Problem ist, die werden jetzt immer höher vom Level, tatsächlich. Die werden jetzt immer höher. Die 42er, die sind noch perfekt. Aber wenn es orange wird als Krieger, Krieger hat da die größten Probleme mit. Er trifft dann einfach nicht mehr. Der Mob kann groß sein wie ein Scheunentor, aber... Und da hinten... Ne, da war ich gerade, oder? Ne, da war ich noch nicht. Hiriwata. Guck mal, die sind schon 43. Oh Mann. Wieso? Ja gut. Oh, so paar viele jetzt.
Aber ich hab gerade Overpower. Und keine Wut. Gerade Overpower. Ah, mach kaputt. Ey, der greift Harry an. Was ist das denn? Vergreift sich einfach ein kleiner Gnome hier. Ganz starke Trolle. Gut. Hätte ich Steingestalt doch aufheben sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier... Gut, dann. Diese Halsketten, die kannst du verkaufen. Die kannst du nicht mehr unendlich oft abgeben. Guck mal, zwei Magiestoff, ne? Einfach 40, 50 Silber. Einfach mal so im Mob drin. Der hat ein schickes Kleid an. Elegante lange Feder. Also ich weiß es nicht. Jetzt ist halt cool, weil wir das halt kompensieren mit dem Magiestoff, den wir farmen. Also wenn ich jetzt diese grünen Kisten nicht bekomme, die ich möchte, kriegen wir zumindest Magiestoff. Aber ich brauche jetzt nicht... Ah, ne. Gut, kaufen würde ich es mir nicht, weil ihr wisst, zu teuer. So. Saft ist der jetzt hier. Wo läuft der denn hin? Okay, das ist ein bisschen hier knifflig jetzt geworden. Der haut den anderen da hinten. Der hat 2 Minuten halten, die Buffs. Hätte ich den Parler mal dabei. Das ist vom gleichen Account leider. Boah. Ich glaube, 3 von den Dingern. Ist schon nicht so gesund. Lange, elegante Feder. Ja, gut. Fast, was ich brauche. So, erzählt, Leute, was macht ihr Schönes? Oh. Stiefelt ihr gerade rum? Welche Abenteuer erlebt ihr? Na, immerhin, auch die Ketten können wir verkaufen. Und boah. Der arme Krieger. Das hat keine gute Zeit. Gut, das war das Trollcamp hier. Können wir da mal im Wasser nachgucken. Ob es da eine Kiste gibt. Questen im Menschenanfangsgebiet, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ist auch cool, Furchtzauberschutz gibt es ja jetzt für alle ab nächster Phase, haben sie auch nochmal gesagt. Weil eigentlich musst du ein Classic-Zwerg spielen. Es gibt rassenspezifische Fähigkeiten und Zwerge haben Furchtzauberschutz. Der ist zu stark, als dass du den nicht mitnimmst. Also wurdest du gezwungen, Zwerg zu spielen. Aber ab nächster Phase bekommen das auch die Menschen. Gut, ich würde mal da oben noch gucken und dann hauen wir sonst ein paar Trolle. Weil, ich habe die ganzen Kisten für Gold abgegeben. Das ist jetzt schon ein dicker Boost, ne? Weil wie viel gibt so eine Kiste? 7000 XP, so eine große... Oh, das ist eine Kiste da hinten. Und 7000 mal 10, ne, 70.000 XP. Boah, ist das viel. Oh, dieser Schlamm hier. Ich darf mich nicht daseln lassen. Oh, 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 das sind ja viele jetzt. Nein, nein, Harry, mach was. Mach was, Harry. Und jetzt greifen sie dich an, Harry. Ah, das ist die Kiste. Hol die Kiste, Harry. Hol sie dir. Was wird nicht funktionieren, Harry? Ah, nein. Oh nein, sie ist doch auf der anderen Seite. Ah, nein. Gut. Oh, der Flugbogen. Ah, nein, der Friedhof. Der ist einfach am anderen Ende der Welt. Harry, wieso? Hätte es anders machen müssen. Okay, weil jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal sterben, um diese Kiste zu bekommen. Ja, was macht ihr so? Erzählt. Und hoffen, ich kann meine kleinen Gnomenhände an diese Kiste bekommen. Das wird nämlich, glaube ich, relativ schwer. Mit diesen Level 47 Götterspeisemonster.
Ne, gab's doch damals immer so Götterspeise in diesem Pappbecher, in diesem Plastikbecher. Und jetzt gibt's hier laufende Götterspeise. Das passiert, wenn du die da seit 1994 liegen lässt. Ja, genau. Morgen, ab morgen ist ja hier die Entkriminalisierung. Ich habe da auch noch Videos, ne? Weil ich wollte eigentlich so einen Kanal anfangen. So Stream-Ausschnitte, ich muss die halt nochmal neu aufsprechen. So ein bisschen so Prävention, ne? Dass die jungen Leute da nicht übermütig werden. Weil das war ja so, da wurde ja jetzt Einspruch eingelegt, die wollten das ja nochmal verschieben. Und der Grund des Verschiebens war ja, dass die gesagt haben, ah ne, wir haben nicht genug Zeit für Prävention. Und in jedem von diesen, ne, Vorschlägen ist ja, dass die halt sagen, ja, wir müssen jetzt Prävention und sowas machen. Also ich verstehe schon die Gegenstimmen im Sinne von, dass wenn das jetzt legal ist, also natürlich, du kannst es nicht wegbekommen und ich finde das richtig, richtig gut, so wie es jetzt ist. Aber sobald es legal ist, kommen da ja auch Leute drauf, die es eigentlich nie machen würden. Und dadurch hast du halt, ja, Menschen, die da mit was anfangen, was sie eigentlich sonst nicht gemacht hätten und nicht sollten. Und oh, oh nein, die Götterspeise kommt auf mich zu. Aber da habe ich so ein paar aus dem Stream, ne, so ein paar Ausschnitte, haben wir schon mal drüber geredet, bis ich mal fertig bekomme. Das ist, glaube ich, interessant jetzt, da das so aktuelles Thema ist. Alkohol steht in jedem Laden ohne Prävention. Ja, ja, aber das ist die Sache. Also ich bin komplett, ne, ich bin ja da gar nicht gegen oder sowas. Alkohol ist ja noch schlimmer, ne. Alkohol ist ja richtig giftig für den Körper. Ne, Alkohol funktioniert einfach nur, weil es deine Leber, wenn du genug trinkst, nicht mehr hinterherkommt, das zu filtern. Und es gibt so viele Todesfälle von Alkohol. Ich finde Alkohol auch, also Alkohol tut deine motorischen Fähigkeiten komplett einschränken. Wenn du getrunken hast, ist es ja schwindelig, ne. Du kannst nichts mehr machen, ohne hinzufallen. Kannst nicht mal laufen mehr, wenn du richtig betrunken bist. Also bin ich genau deiner Meinung. Aber ja, man darf das auch nicht verharmlosen. Weil ich sag, also sage ich auch in dem einen Video, ich finde, das ist immer so eine Sache von, ich finde, in Maßen sind viele Sachen okay, aber man hat halt so diesen Hang zum Übertreiben, ne, viele Menschen. Und das ist das Gefährliche, dass halt Leute das so verharmlosen und sie machen es dann jeden Tag, weil du diese Konsequenzen nicht spürst. Wenn du jetzt jeden Tag Wodka trinkst, du hast einen Kater, der ist so heftig, du kotzt dir deine Seele raus, ne? Du kannst einfach nichts mehr machen. Also, wenn du zu viel trinkst an einem Tag, wenn du so an der Alkoholvergiftung nagst, dann kannst du das nicht weitermachen einfach. Aber ich finde, beim Rauchen ist es halt so, dass du diese Effekte so schleichend erst irgendwann hast. Also diese Nebenwirkungen, du rauchst und denkst, ach so, ich könnte jetzt nochmal, ach, ich könnte jetzt nochmal. Und wenn du das halt jeden Tag machst, dann hast du so ganz schleichende Nebenwirkungen. Und meistens, wenn du merkst, dass du sie hast, bist du schon so ein bisschen am Arsch, ne? Die Dosis macht ja bekanntlich das Gift. Genau, genau, genau. Und so ist das ja auch. Also wenn du jetzt am Wochenende ein Bier trinkst mit deinen Jungs oder, ne, du gehst raiden, trinkst du mal ein Bier oder zwei, dann ist das wahrscheinlich okay, ne? Aber sobald du das übertreibst, dann, ja, hast du auch weniger von. Die Sache beim Rauchen ist, du kriegst keinen Kater, ne? Also du kannst dich auch nicht umbringen damit. Ich bin auch oft komplett auf der Seite, dass es halt wesentlich gesünder ist als Alkohol. Aber was beim Rauchen halt interessant ist, ist, dass es halt das Dopaminsystem anspricht. Und das Dopaminsystem ist das, was halt dir halt Antrieb macht. Und die Geschichte ist jetzt, also sagen wir als pragmatisches Beispiel, so selbstständig. Und du machst so Projekte, du hast so Meilensteinarbeit. Und dann arbeitest du auf was hin. Und jeder kleine Erfolg, der gibt dir so einen Dopaminschub. Okay, ich habe jetzt die Webseite fertig. Oh, die sieht gut aus. Ich freue mich. Dopaminschub. Und dann, okay, ich gehe jetzt joggen. Und nachdem du joggen gegangen bist, sagst du, boah, ich fühle mich jetzt richtig gut. Und das ist auch ein Dopaminschub. Und dann setzt du dich wieder dran. Und dann sagst du, ja, okay, ich muss jetzt diesen Programmcode lösen. Und wenn du eine Lösung findest, ne, nachdem du dich aufgeregt hast, weil es nicht einfach war, dann freust du dich richtig und wieder ein Dopaminschub. Und genauso ist es halt, wenn du dich sportlich betätigst, ne? Du gehst joggen. Und das Problem mit dem Rauchen ist halt, dass du die Befriedigung, die du bekommst, wenn du etwas gemacht hast, kriegst du nur durchs Rauchen. Also anstatt, dass du sagen würdest, okay, ich gehe jetzt raus joggen, sagst du, ich rauche einfach ein. Und in deinem Kopf ist das die gleiche Befriedigung, ne? Es ist die gleiche Stimulation. Und das macht das so gefährlich. Und deswegen sagen auch viele, ne, Kiffer sind faul, weil während du kiffst, ne, bist du natürlich nicht faul, aber danach fehlt dir halt genau die Energie. Droge bleibt am Ende halt Droge. Ja, es ist halt ein Genussmittel oder in dem Fall halt Rauschgift, ne, es ist ja Gift wie alles andere. Ja, es ist immer der Umgang damit. Jede Medizin macht dich halt auf Dauer krank. Also eine Medizin hilft dir,
Aber Gras ist also sehr mächtige Medizin, Heilpflanze. Und jede Medizin, die du nimmst, die tut auf Dauer das, mit dem es dir hilft, auslösen. Das Negative. Also es ist ein Schmerzmittel. Wenn du jetzt wirklich richtig Schmerzen hast, Schmerzmittel, die werden ganz schnell rotiert. Also du bekommst ein Schmerzmittel und wenn du es zu lange nimmst, kriegst du direkt ein anderes. Weil manche davon zum Beispiel, die betäuben deine Nerven und dann hast du keine Schmerzen. Aber wenn du es zu lange nimmst, zerstört das deine Nerven und dann hast du richtig Schmerzen. Also alles kommt zurück mit dem, wie es dir hilft, wenn du es missbrauchst. Und das ist auch beim Rauchen halt. Also ne, du brauchst das dann irgendwann mal, einfach um diesen Antrieb zu finden, weil es dir eben den Antrieb gibt oder die Belohnung und der Aufwand halt nicht hoch ist. Okay, ich gehe raus, ich arbeite an meinem Projekt, nur Freizeit jetzt alleine schon, ne? Ich arbeite an meinem Projekt, ich gehe dann joggen, ins Fitness, bla, ich komme zurück, ich fühle mich gut. Genau das Gleiche. Und dann warum sollte ich rausgehen und alles machen, ne, wenn ich auch rauchen könnte? Und dann gibt es halt sich belohnen damit oder, das ist der Umgang, wo wir gerade drüber, ne, wo du auch meinst halt, entweder belohnst du dich damit oder es ist deine Belohnung. Also du machst jetzt, du hast einen richtig krassen Tag hinter dir, du warst mit deinem Tier draußen, hast trainiert, hast was gemacht für dein Projekt, hast Dinge aufgenommen, geschnitten und dann das als Belohnung nehmen am Abend. Ne? Das ist nochmal was anderes. Also du solltest um Gottes Willen, bitte lass die Finger davon, ohne Witz. Aber so, wenn du es schon machst, dann ist so nochmal, finde ich, was anderes, weil dann verarschst du dich nicht so sehr. Dann kriegst du das als Kirsche obendrauf. Aber wenn du jetzt morgens aufstehst und du rauchst eine, dir fehlt die Energie einfach. Dir fehlt die Energie. Du denkst, du ziehst an dem Joint, der Joint zieht an dir. Der macht dich schlapp, du bist müde. Und so, ne, wenn du es tust, weil du irgendwie dämlich bist, wie ich, ne? Also ich tue es gerade nicht, ich rauche jetzt schon seit sehr lange nicht mehr. Aber habe das eine Zeit lang intensiv gemacht und habe mich da auch echt kaputt gemacht. Habe da bis heute was, also kaputt in meinem Kopf, ne? Und jetzt aber seit einer sehr, sehr langen Zeit nicht mehr. Und kann da echt aus Erfahrung sprechen, dass wenn du das halt missbrauchst, dann missbraucht das dich, ne? Das gibt dir richtig böse. Ja, genau, genau. Und da weißt du ja, von was ich spreche, ne? Und das ist, finde ich, auch so diese Geschichte, dass du halt... Also guck mal, ne? Das ist ja interessant für die Leute, die da jetzt auch drauf warten und sich freuen. Viele, die halt nicht das gemacht haben und sich überlegen, das zu machen. Also an sich, ich rate das jedem ab. Also wenn du nicht selbst so wirklich sagst, ich möchte das jetzt unbedingt, lass es bleiben. Lass es. Weil am Ende gefällt es dir zu sehr und es ist schwer dann irgendwie einen Kompromiss damit zu haben, weil ich finde, das ist das, was halt an deiner Disziplin am Ende nagt. Und ich habe das mal in so anderen Kontexten gesagt. Es gibt, wie in WoW, ne, gibt es Willenskraft und es gibt Disziplin. Und Willenskraft ist nach meiner Definition die Kraft, die du hast, wenn du was machst, das du machen willst, was du machen möchtest. Ich möchte jetzt was machen und dann habe ich die Kraft und die Kraft ist so stark wie deine Willenskraft. Ich will unbedingt irgendwie Kampfsportmeister werden und wenn du das wirklich willst, dann bringt deine Willenskraft dich dahin. Und Disziplin ist etwas zu machen, das du nicht machen möchtest. Ich möchte nicht früh aufstehen, ich tue es trotzdem, ich habe Disziplin. Ich möchte jetzt nicht joggen gehen, ich tue es trotzdem, ich habe Disziplin. Also das sind für mich beides Kräfte in dir und das eine bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du nicht machen möchtest, deinen Schweinehund besiegen und Willenskraft ist, was zu tun, was du möchtest. Und ich finde halt, Cannabis zieht dir beides. Also du rauchst und dann hast du mega die Willenskraft. Und alles ist interessant, du kennst das doch, ne? Das ist so eine Doku, die ist eigentlich voll scheiße. Aber ich rauche einen davor. Oh, ist das lustig. Guck mal die Tierdoku an. Oh, die Elefanten sind ja lustig. Und auf einmal sind Dinge, die nicht interessant sind, interessant. Das ist Disziplin. Und das andere ist, dass du halt unglaubliche Ideen hast, ne? Du schreibst sie dir so auf den Brotzettel. Am nächsten Morgen liest du die durch und denkst dir, oh, war das eine Drecksidee. Und in Wirklichkeit ist die Idee gar nicht so scheiße gewesen, sondern dir fehlt die Energie, sie umzusetzen. Also du hast so, oh, ich bin gerade voll bekifft und oh, ich habe voll die geile Idee, Leute, das ist so ein Spiel, ich wollte das schon immer machen, ich setze mich jetzt hin, ich schreibe jetzt das Skript, ich mache jetzt die erste Seite vom Skript für das Spiel. Und am nächsten Tag liest du dir das so durch und denkst dir, was eine scheiß Idee. Aber nur, weil du wüsstest,
ich müsste jetzt Programmieren lernen, ich müsste jetzt Grafikgestaltung lernen, ich müsste 3D-Modeling lernen. Also verstehst du, was ich meine? Weil du so viel Energie hast, ganz kurz, hast du so diese Höhenflüge und deine Ideen sind eigentlich gut, aber du kannst nicht permanent bekifft sein. Wenn du es dann nicht mehr hast, fehlt dir diese Energie. Also du rauchst und du so, wow, und boah, voll geil und ich mach das und ich werde das machen und das. Aber sobald du es nicht mehr hast, hast du dir nicht mehr die Energie und dann hast du schon da so diese Differenz zwischen bekifft sein und nicht bekifft sein. Und okay, im Endeffekt, ich erkläre das anders, wie ich es eigentlich in dem einen Ding erklärt habe. Das ist so eine Metapher, die ich habe. Also ich sehe das so, ich habe das so observiert in mir selbst. Immer wenn du rauchst, ne, du hast so eine Lampe in dir drin und diese Lampe, die leuchtet unterschiedlich. Also du hast jetzt einen normalen Tag und die Lampe leuchtet normal. Und dann lernst du irgendwo in dem Café, ne, du lernst eine hübsche Frau kennen und du fragst, kann ich deine Nummer haben? Und dann gibt die dir die Nummer und deine Lampe leuchtet richtig hell. Also du freust dich richtig, oh, ist das schön. Und dann gehst du aus dem Café raus und oh, irgendwie riecht es heute überall gut. Und die Farben, die sehen so intensiv aus. Und dann am nächsten Tag sagt die irgendwie, nee, hey du, ich habe doch keine Zeit, wir können uns doch nicht treffen. Und auf einmal ist deine Lampe wieder so ein bisschen dimmer, ne? Und du bist so enttäuscht und ach Mann, und ich hätte mich doch so gefreut und bla. Aber danach, am nächsten Tag, ist die Lampe wieder normal. Die leuchtet so, wie sie immer leuchtet. Und jetzt kommt's, also du rauchst jetzt Cannabis, ne? Oder irgendwas, Alkohol, ist egal was. Und dann leuchtet die Lampe ein ganzes Stück heller. Also während du halt auf dieser Alkoholsubstanz oder während du rauchst, leuchtet die Lampe heller und Farben sind intensiver, Kontrast wirkt irgendwie so stark, alles Essen schmeckt besser und alles riecht gut und alles ist irgendwie so gemütlich und angenehm. Wenn der Effekt abläuft, dann ist es nicht so, dass die Lampe dunkler leuchtet, aber die leuchtet so wie davor. Und dann hast du jetzt so ein großes Problem und zwar, das Problem ist die Relation. Also du weißt, wie es ist, wenn die Lampe hell leuchtet. Und dann fängt das an, ja, hey, hast du Bock, mit uns ins Kino zu gehen? Und dann gehst du da ins Kino und denkst dir, ja, okay, aber wenn ich mir jetzt einen Joint rauchen würde, würde das mehr Spaß machen. Und dann, weiß ich, triffst du dich mit deiner Freundin und dann sagst du so, ja, okay, aber bevor wir kuscheln, ne, wenn ich jetzt einen Joint rauchen würde, würde mir das mehr Spaß machen. Also du fängst schon an zu wissen, ja, mit einer hellen Lampe ist es angenehmer als mit dem Normalzustand. Und dann fangen halt die meisten Leute, das ist genau dieser Punkt, der gefährlich ist, weil Cannabis das so schleichend macht. Also du fängst an, so eine psychische Abhängigkeit zu entwickeln, weil du weißt, wie es ist, wenn es schöner ist. Du kannst rauchen und oh, das ist wieder so hell und es ist wieder so hell und es geht eine ganze lange Zeit gut. Aber irgendwann ist es so, dass wenn du rauchst, du eine Toleranz entwickelst. Ne? Je überstimulierter du bist, desto weniger Rezeptoren hast du, weil die dann abbauen, je mehr Dopamin du im Kopf hast und dementsprechend brauchst du eine höhere Menge, um den gleichen Effekt hervorzurufen. Und das ist Toleranz im Endeffekt. Und dann ist es so, dass zum Rauchen du mehr brauchst und das dann halt immer weiter absteigt. Also deine Toleranz wird immer und immer höher. Du hast früher 2 Bier getrunken, auf einmal brauchst du Wodka, um den gleichen Effekt zu haben. Und dann fängt es an, knifflig zu werden. Und das ist, finde ich, dieser Teufelskreis, der am gefährlichsten ist bei Cannabis. Und zwar, dass du merkst halt, ja okay, ich möchte jetzt nur noch, dass die Lampe hell leuchtet und dann kiffst du die ganze Zeit. Aber irgendwann, wenn du die 420 machst, ist dieses helle Leuchten dein neuer Grundzustand. Du bist so wenig nüchtern, dass das Bekifftsein dein neuer Grundzustand wird. Und immer, wenn die Lampe jetzt nicht mehr so hell leuchtet, also du bist nüchtern, bist du depressiv, weil das ist dein neuer Zustand. Aber du kannst sie nicht aufrechthalten. Und warum kannst du es nicht aufrechthalten? Wegen Toleranz? Es geht einfach nicht. Du kannst es nicht jeden Tag machen, weil der Effekt abnimmt. Und dann fängt es an, halt kaputt zu gehen. Also dann ist es so, dadurch, dass du in diesem neuen Grundzustand bist, mit dem hell leuchtenden Lampe, die normal leuchtende Lampe, die fängt an, dir dunkler vorzukommen. Weil du kennst es nicht mehr anders. Also obwohl es dir normal geht, fühlt es sich so an, dass es dunkler wird. Und je höher jetzt deine Toleranz geht, ne, desto dunkler wird die Lampe tatsächlich. Also, da kommt irgendwas Tolles passiert, du lernst jemanden kennen und dann ist es so, ja, eigentlich würde ich mich richtig freuen, aber irgendwie freue ich mich nicht mehr. Oh, meine neue Rick and Morty Serie ist draußen, eigentlich würde ich mich voll freuen, aber irgendwie freue ich mich nicht mehr so sehr. Weil du selbst immer noch die gleiche Menge an Dopamin herstellst.
Und dann wirst du faul. Also du fängst an, ein Projekt oder zu arbeiten an irgendwas, aber du hast nicht mehr so diese eigene Motivation durch die Toleranz, weil du dir selbst rumspielst. Und dann beginnst du halt eine physische Abhängigkeit zu entwickeln. Also du selbst, du tust Dopamin endogen herstellen. Und endogen heißt also körpereigene Stoffe, die du herstellst. Und jetzt gehst du trainieren, joggen und du belohnst dich und dann schüttest du Dopamin aus, dass du dich gut fühlst. Und jetzt hast du nicht nur die Toleranz, also das Joggen befriedigt dich nicht mehr so wie davor, sondern dein Körper ist im ständigen Gleichgewicht. Also wenn du was extern zufügst, sagt der Körper, ja hey, ich hab das, ich muss das nicht mehr herstellen. Also du bist normal, ne? Und dein Körper sagt, okay, ich brauche jetzt so und so viel Dopamin, ich stelle das her. Aber du nimmst das also Rauchen, ne? Du atmest das ein und dein Körper sagt so, ja, wieso soll ich es herstellen? Ich bekomme es ja die ganze Zeit. Und dann bist du völlig im Teufelskreis drin. Also, du stellst es endogen nicht mehr so viel her, ne? Dazu hast du Toleranz. Also, du schüttest nur noch einen Furz aus und der Furz, der reicht nicht mal annähernd, um dich irgendwie nochmal joggen gehen zu lassen. Und dann brauchst du noch mehr, weil du eben gewohnt bist, dass sie ganz hell leuchtet. Du schaffst es aber nicht mehr, sie so hell leuchten zu lassen wegen der Toleranz. Also rauchst du noch mehr und das macht dir wiederum eine noch höhere Toleranz, woraufhin du mit deinen eigenen endogenen Handlungen das nicht mehr, ja, schaffst. Und dann bist du so ein sabbernder Lappen, der in der Ecke hockt und ja, ne, HFGL, da wieder rauszukommen aus der Scheiße. Und Alkohol ist da irgendwie, das sind so andere, also ich fange jetzt mit Alkohol an, das ist also genauso schlimm. Alkohol kann noch schlimmer sein. Weil Alkohol, finde ich, ist einer der wenigen Substanzen, die halt deine Sorgen vergessen lässt. Und seitdem verstehe ich so Penner auf der Parkbank. Aber, beides scheiße. Also, das eine, ne, lässt dich spüren, dann stirbst du in der Leberzirrhose. Und das andere macht dich zu einem Zombie. Und da gibt es noch eine große Sache. Also, guck mal, es gibt Anandamid. Das habe ich letztens auch mal gezeigt in dem... Also ihr kennt doch dieses Sprichwort, Schokolade macht glücklich, ne? Und Schokolade wurde ja früher in der Apotheke verkauft, weil das ja einen Effekt hat. Und wisst ihr, was glücklich macht in der Schokolade? Anandamid. Ja, so sieht das aus. Wunderschön, ne? Ach, guck's dir an. Wunderschön. So, und Anandamid ist das, was dich glücklich macht. Also das ist übersetzt, das heißt Freude oder reines Glück. Das kommt aus... Also Sanskrit, ne? Die Buddhisten und so haben das halt erkannt und das heißt Freude oder reines Glück. Und da, ich weiß nicht, ob das drin steht, aber guck mal, da. Schokolade Anandamid. So, hier. Kakaopulver, Schokoladenbaum fand man lediglich, also ganz wenig hast du davon drin, pro Schokolade. Und das bedeutet... Genau, hier steht es auch. Also du müsstest 20 Kilogramm Schokolade essen, damit du einen Rausch hättest. So, und jetzt kommt's. Das Anandamid, hier steht's, bindet an den Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems an, denen auch das THC der Cannabispflanze andockt. Und das ist kein Spaß, Mann. Das heißt, Cannabis macht dich so glücklich, weil... Das THC in der Cannabispflanze aktiviert die Endocannabinoid-Rezeptoren und dadurch macht dich das so entspannt und glücklich und euphorisch einfach. Ne? Rauchen macht euphorisch, weil das halt da andockt. Und Anandamid stellt dein Körper selbst endogen her und wenn du jetzt die ganze Zeit rauchst und diese Rezeptoren halt aktivierst durch eben Fremdstoffe, die du extern zufügst, dann stellst du selbst weniger Anandamid her und dann wirst du unglücklich. Und das ist eine heftige Depression. Also nicht nur, ne, das Dopamin, das dir fehlt, sondern auch das, was dich glücklich macht, ne, pures Glück. Es gibt Serotonin. Serotonin wird ja auch mit Glück und Wohlbefinden zusammengesetzt. Also, ne, aber das ist auch einer der großen Träger des mir geht es gut. Serotonin hat viel mit Angst zu tun. Ne? Serotonin ist so ein Regler. Serotonin wird ja auch zu... Hier. Halt.
Also Serotonin ist für Wach-Schlaf-Rhythmus. Und Anandamid ist ein großer Teil, weswegen du halt, ne, wenn du rauchst und alles ist so gemütlich, ich bin eins mit dem Sofa, ne? Dieses Gemütliche, dieses Wohlbefinden, das machst du dir kaputt, wenn du es zu lang rauchst. Aber ja, das sind so Horrorgeschichten, die halt echt wahr werden, wenn du es halt täglich machst. Und sobald das Kiffen, also diese 420 nennen die das ja die meisten, das ich fange morgens an damit, wenn du das machst, kannst du nicht mehr ohne. Also du kannst nicht mehr ohne. Und irgendwann hilft es dir nicht mal so. Und das schlägt zurück. Und das war, was ich vorhin gesagt habe. Jede Medizin, die dir hilft, macht auf Dauer das Gegenteil. Auf Dauer wird es genau das Gegenteil auslösen. Und das ist, wenn du dann so Psychosen und sowas bekommst. Also du rauchst und denkst, es kann ja nichts schief gehen. Aber dann rauchst du. Und das Rauchen selbst löst Psychosen aus. Und das liegt dann einerseits daran, dass du halt selbst kein Anandamid mehr hast und diese ganzen Happy Juices, hat der eine gesagt, und du halt trotzdem noch Dopamin und Noradrenalin halt ja damit blockierst beziehungsweise halt ausschüttest. Und da ist so die Metapher, also wenn du jetzt Achterbahn fährst, dann ist das ja super aufregend. Also du fährst Achterbahn, du kriegst mega den Adrenalinkick und ist auch Dopamin mit dabei. Und stell dir vor, du fährst die gleiche Achterbahn und während du losfährst, öffnet sich der Sitz auf einmal, so ein kleines Stück. Ne, kennst du das, wenn der nicht ganz einrastet und dann eine Raste wieder rausgeht? Und auf einmal hast du das gleiche Achterbahnfahren, das dich eigentlich glücklich macht, aber du hast die größte Panik in deinem Leben. Du denkst, ich sterbe jetzt, du denkst, ich bin tot, ich bin definitiv tot, wenn der Sitz jetzt aufgeht. Und das ist die Sache mit Dopamin, warum das unglaublich gefährlich wird, weil oder wenn Leute so übel paranoid werden, ne? Du bist so aufgeregt, aber du weißt nicht, wieso du aufgeregt bist. Ich fahre Achterbahn, ich bin aufgeregt, aber ich weiß, mir kann nichts passieren. Ich fahre die gleiche Achterbahn oder Motorrad, ne? Ich bin mein Leben lang Motorrad gefahren, seit 16, 15. Und das ist super Adrenalin, aber auf einmal schneidet dich wer. Auf einmal zieht jemand von rechts nach links ohne Blinker, wenn du schnell von hinten ankommst. Dein Herz geht in die Hose kurz, ne? Du hast so einen kleinen Schock. Und wenn du halt zu viel rauchst und dann zu aufgeregt bist und du nicht mehr diese Glückshormone hast, die dich halt balancieren, ne, dann entwickelst du Psychosen und fängst an, ja, diese Kifferparanoia, ne. Und ja, das weiß eigentlich jeder und das ist halt so eine Sache, die halt echt immer richtig krass verharmlost wird, weil die meisten das halt nicht akzeptieren wollen und das finde ich halt gefährlich, weil das schleichend kommt. Also diesen Prozess, den ich gerade genannt habe, mit dieser Lampe, ne, der kommt einfach irgendwann und du denkst, du kommst durch damit, dass du es jeden Tag machst. Aber irgendwann ist es so, okay, ich kann jetzt nicht mehr ins Kino gehen, ohne zu rauchen. Oder ich kann nicht mehr essen, ohne dass ich davor was rauche, weil es schmeckt mir einfach nicht. Ich habe keinen Hunger. Ne? Und dann merkst du, okay, ich bin physisch abhängig. Und psychisch abhängig ist, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich gerne, weil sonst habe ich keine Lust, den Film anzugucken. Ich habe keine Lust, mir dieses Video anzugucken, wenn ich nicht davor eine rauche. Das ist psychisch abhängig. Und physisch wirst du, wenn du nicht mehr schlafen kannst und wenn du nicht mehr essen kannst. Und dann bist du, ja. Und das Problem ist dann vielmehr halt das Rehabilitieren. Also du rauchst jetzt irgendwie jeden Tag abends. Und wenn du das wirklich jeden Tag machst abends, ist es einfach zu sagen, ich rauche jetzt nur am Wochenende. Und dann ist es einfach zu sagen, okay, ich rauche jetzt einmal im Monat. Und dann ist es auch einfach zu sagen, okay, dann lass ich es jetzt bleiben, ne? Aber wenn du das von morgens bis abends machst, also 420 Blazing Bacon It, dann, Und das gibt's überall, also. Es gibt auch manche, ganz wenige, die nicht Wiz Khalifa und Snoop Dogg sind. Es gibt auch in den Rap-Tags, guck mal, das kennt ihr noch, Swiss von damals, der das auch in einem. Da, genau, also guck mal, also es ist kein Geheimnis für Leute, die es selbst ausprobiert haben. Also es ist so, wie es ist, das Gras hat meinen Kopf gefickt. Und dann sagt der Tablettenrap, ne, also, muss aufpassen, Junge, muss aufpassen. Alkohol bringt dich früher ans Grab, ne, so ist nicht.
Und deswegen, ich finde es immer gefährlich zu sagen, ja, aber Alkohol steht auch in den Dingen und ich bin da voll dafür, ne? Der Mensch ist sich durch das Alkohol, ich sag immer, er ist sich so oder so selbst überlassen. Weil du kannst einen Tetrapack holen und dich tot saufen mit 16. Aber das ist halt, ne, die Mäßigung. Also Wochenende mal Bier trinke oder so, okay, ne? Also wenn du das Alter hast, es wirklich sein muss, aber alles andere kämpft dann gegen einen Schweinehund. So. Erstmal sagt, jo, das stimmt alles, alles mit Vorsicht zu genießen, genau. Deswegen, was ich gerade gesagt habe, da habe ich so ein paar Beispiele auch, bla, aber wollte ich auch ein Video zu machen, vielleicht auf so einem anderen Kanal, weil ich finde es gerade wichtig, dass dir halt jemand erzählt, wie es ist. Und davor, das war ja der Richter Müller, der hat ja gerade so die größte Arbeit zu geleistet, damit es halt so in Gang gesetzt wurde, wie es ist. Und der Richter Müller, der hat ja genau die gleiche, also die Denkweise wie ich. Und er sagt ja auch, das ist der tollste Punkt, den er je gesagt hat. Der hat gesagt, dass das Problem ist, wenn es verboten ist, dann machst du es heimlich. Also Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt. Es ist einfach zu sagen, okay Leute, wir gehen saufen jetzt am Wochenende und so ein Ritual draus zu machen, dass wir nur am Wochenende trinken. Ne? Aber wenn das verboten ist, rauchen, dann machst du das heimlich. Und wenn du es heimlich machst, hast du niemanden, vor dem du dich rechtfertigen musst. Und was viel schlimmer ist, ist, dass du einfach keine Information findest, also keine Prävention. Jetzt, wenn ich über das Cannabis-Wort ausspreche, ne, ich weiß nicht, ob die es mittlerweile geändert haben, sobald ich alleine Dopamin ausspreche, kriege ich kein Geld mehr auf meinen YouTube-Videos. Ne, die Streams, wenn ich das zu oft mache, bin ich nicht mehr family-friendly, aber sobald ich nur Cannabis sage, direkt kein Geld mehr. Und dementsprechend traut sich auch gar niemand, irgendwie seine Erfahrungsberichte da zu äußern. Und da hat der Richter Müller wirklich den größten Punkt, wenn sie es heimlich machen, rechtfertigen sie es nicht. Und wenn sie es heimlich machen, wird dir keiner seine Erfahrungen dazu halt äußern oder versuchen weiterzugeben. Und dementsprechend ist das viel, viel besser, wenn es legal ist und du kriegst alles überall. Ne? Alkohol bringt dich um, kriegst schlimmere Sachen, wenn du es willst, findest du es. Aber wenn du halt nicht, ne, reden kannst mit drüber. Und in Portugal ist ja alles legal. In Portugal darfst du wortwörtlich jedes Rauschmittel nehmen, das es gibt. Und das war so erfolgreich, dass Kanada jetzt mitmacht. Also die ganzen Statistiken, die da halt bisher jetzt gesammelt haben über 4-5 Jahre, die sind auch in den ganzen Universitäten. Und das sieht so gut aus, dass Kanada das jetzt auch hat. Also in Kanada darfst du auch in der Tasche mit jeder Droge rumlaufen, weil eben die Zahl von den Leuten, die gestorben sind durch Drogen, in Portugal unglaublich zurückgegangen ist, aus genau dem Grund. Also wenn du es machen möchtest, machst du es und dann bekommst du das von irgendeinem ekligen Dealer, der das irgendwie gestreckt mit irgendeinem Dreck und Leute verrecken, weil sie irgendwie Sachen schniefen, wo Medikamente drin sind, ne, und dann Herzinfarkt von bekommen und ja, ist halt besser so auf jeden Fall. Und da wollte ich, ne, so meinen Beitrag zu leisten, weil ich glaube, ich habe da so, wie gerade beschrieben, so ein paar gute Metaphern, weil ich es echt jedem abrate. Also jeder, der das hört, ne, und du hast keinen Bock auf das, dann lass es bleiben, Mann. Du hast gesagt, ich habe das einmal gemacht, es hat sich nicht gut angefühlt. Lass es bleiben, bitte. Tu es dir nicht selbst an. Weil das Schwerste bei sowas ist, finde ich, wenn es dir gefällt, dass es dir zu sehr gefällt. Und du kannst nichts vermissen, was du von vornherein gar nicht erst, ne? Aus einer Liebesbeziehung, ne? Kennst du das? Du hast so deine erste große Liebe und du liebst sie so sehr. Und wie weh das tut am Ende, ne? Wenn die keinen Bock mehr auf dich hat. Und das ist dann noch schlimmer, ne? Die reißt dir noch deine Seele mit raus. Also vertraue keinem, kannst du keinen vermissen und nimm nichts, was du irgendwie am Ende, ne, wo du abhängig von wirst. Willst auch nicht abhängig sein von einer Frau oder von einem Mann, ne? Und willst noch weniger abhängig sein von der Substanz. Gut. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann, das Video. Mal gucken. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt vielleicht mit dem pelzigen Sohn noch raus. Und wir haben jetzt leider keine Kiste mehr ergattern können. Und dann kommen wir heute Abend nochmal online. Machen wir noch ein paar Pre-Quests mit dem Krieger, glaube ich. Ich hüpfe durch die Gegend, weil bis auf Cortellos Rätsel können wir nichts mehr machen, ne? Sind wir durch. Hey, servus, JK-San, wie läuft's? Was machst du? Bist du hyped auf Phase 4?
Oh Mensch. Okay, die könnte ich abbrechen. Dann können wir noch Cortellos Rätsel kurz machen. Und dann... düsen wir kurz durch die City. Ja, schieß los. Fragt, wir sind gerade ein bisschen hier vom Thema abgekommen, weil ist ja morgen soweit, ne? Ja. Jetzt gedacht. Hab mir gerade WoW geholt, aber keinen Plan, auf welchem Server man spielen soll. Komm gern zu uns auf Wildgrove. Wir sind auf Wildgrove Allianz. Ne? Weiß nicht, welches WoW du dir geholt hast. Also das hier ist der Dragonflight. Das spielen wir nicht. Wir spielen hier Classic und dann WoW Classic. Nicht Wharf of the Lich King. Und wenn du Classic mit uns spielen möchtest, dann kannst du hier starten und auf Saison der Entdeckung unten drücken und dann auf Wildgrove. Oder du hast Dragonflight jetzt gekauft, dann ja, guckst dir an. Du hast Classic? Ja, weil Classic muss man sich nicht kaufen. Classic kostet nur das Abo. Und dann Classic starten. Komm gern zu uns. Basteln wir uns noch hier kurz Cornettis Rätsel sammeln und dann das Abo hast du, genau. Ja, dann kannst du da durchstarten. Komm gern zu uns in die Gilde. Sind da viele Leute? Ja. SOD ist gerade so das beliebteste. Also hier auf dem Server sind unglaublich viele Leute und wir haben auch eine Gilde hier. Da sind ne, 991 Chars gerade drin. Genau, du kannst es auch als Anfänger schaffen. Ich finde, Classic ist generell sehr anfängerfreundlich. Du kannst auch, wenn du bei uns in der Gilde bist, jede Frage stellen. Hilft eigentlich rund um die Uhr jemand. Ne? Ist immer jemand am Start. Okay, ja. Sümpfe des Elends ist, glaube ich, das erste Cortellos-Rätsel. Also du erstellst einen Allianz-Charakter auf Wildgrove und dann... einfach jemanden anschreiben im Wolfsrudel. So heißt die Gilde. So, nach meinem Wolf gucken. Oh Gott, schon lange nicht mehr. Ah, nee, doch. Der guckt da gerade. Ist irgendwas Spannendes dahinter. Dann düsen wir mit dem gleich noch durch die Gegend. Also, ne, einfach Charakter erstellen, dann hier auf Wert drücken und dann drückst du auf Wolfsrudel. Ich habe keine Ahnung, wen ich spielen soll. Auf jeden Fall Bock auf Mage. Der Magier ist halt, ich spiele auch Magier gerade. Ist mega cool, aber du musst halt die ganze Zeit trinken. Ne? Du hast halt Mana und ich sag immer, Magier spielen ist wie eine volle Ketchup-Flasche. Du kannst alles auf einmal ausdrücken und kannst richtig viel machen. Ne? Aber den Ketchup in die Flasche wieder reinzubekommen, ist eine Riesensauerei. Magier ist cool, aber du hast halt eine Mana als Ressource und ohne Mana kannst du nichts machen. Aber ja, ist cool. Guck's dir an. Ich hab auch ein Video, wo ich die alle nochmal, also Klassen zeige für WoTLK. Sehr ähnlich, weil es hier halt die gleichen Fähigkeiten gibt mittlerweile. Welchen Typ soll ich nehmen? Also, wenn du Gnom spielst, ist das Beste für Magier, weil Gnom hat mehr Intelligenz. Gnome hat 5% mehr Intelligenz hier mit wacher Geist. Das macht schon was aus. Aber ja, spiel, was du möchtest. Magier können nur Menschen und Gnome sein. Also nur Menschen und Gnome können Magier sein. Aber wenn du jetzt weiblichen Mensch-Magier spielen möchtest, ist das nicht die Welt. Das ist nur, wenn du wirklich Min-Maxing, also wenn du unbedingt das Beste möchtest. Spiel einfach, was dir, was für dich ansprechend ist. Ich spiele sonst auch kein Gnom, aber ich bin in dem Bereich, wo ich halt, da zählt dir das bisschen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch die erste Teil. Wir laufen da kurz unter die Brücke von dem Cortellos Rätsel und dann... kommen wir nachher nochmal wieder. Ihr könnt immer hier das Discord, ne, das ist mein Discord. Kommt gerne auf mein Discord, dann schreibe ich nämlich, wann ich live gehe und freue mich, wenn ihr alle wieder da seid.
Ist doof, da allein rumzugurken. Dann laufen wir kurz mit unserem Zweizylinder dahin. Halten sich alle die Nase zu hinter uns. Bin jetzt auf dem Server. Okay, wie heißt du? Kann ich dich selbst einladen? Ich sehe uns am Ende noch hier Mulgor-Portale stellen. So. Willkommen. Oh. Ah, du hast ein kostenloses Probe-Account. Du hast noch kein Abo abgeschlossen. Also, was hast du denn gekauft bisher? Hast du was ausgegeben an Geld? Weil du bist noch ein kostenloses Probe-Account. Ding. WoW Classic-Abo an Geld. Okay, weil da steht, dass du noch kein Abo abgeschlossen hast. Also, wenn du es schon gemacht hast, dann dauert das manchmal ein bisschen. Aber mittlerweile geht es instant eigentlich. Also guck mal, wenn du jetzt hier auf dieses Launcher-Ding gehst und dann steht ja hier WoW. Und bei dir, wenn das hier steht, dann ist das noch nicht bezahlt. Und wenn du es bezahlt hast, dann steht hier unten eine Zahl mit Tage oder Abo. Ne? Aber hier Starter-Edition, das sollte nicht mehr dastehen bei dir. Und sonst guck mal, ob du hier was anderes auswählen kannst. Ansonsten, manchmal dauert das ein bisschen, aber mittlerweile geht das eigentlich direkt. Ein Monat steht da. Okay, ja, dann dauert das nur ein bisschen. Dann musst du kurz warten, bis das verarbeitet ist. Aber level einfach mal ein bisschen und ich lade dich nachher nochmal ein. Ich pack dich kurz auf die Freundesliste. Ja, es geht gerade nicht. So, dann machen wir das Rätsel kurz. Erster Teil, der ist ganz versteckt. WoW Classic, genau. Dann hast du alles richtig. Es dauert dann nur kurz noch ein bisschen, bis der das sieht. Bis die Zahlung eingegangen ist. So, hier ist es nämlich. Guck mal da. Oh, ganz klein. Und das nächste ist, boah, ist am Ende der Welt. Das ist da. Das ist wortwörtlich am Ende der Welt. Hier unten. Ich glaube auf der Seite, ne? Hab's vor 10 Minuten gekauft oder so. Okay, ja, also solange das hier nicht da ist, also wie gerade gesagt, wenn hier nicht Starter-Edition steht, dann ist alles gut. Dann wart einfach mal eine halbe Stunde. Und dann probieren wir es nachher nochmal. Okay, Leute. Ich bin dann erstmal kurz auf. Wir sehen uns nachher wieder. Ne? Hier ist nochmal mein Discord. Kommt auf meinen Discord. Lasst hier ein Follow da. Lasst auf YouTube ein Abo da, klingelt die Glocke. Dann seht ihr, wenn ich live wieder bin. Dann sehen wir uns nachher wieder, ja. Bis dann.